Ja, ohne Zeitverzögerung, das ist wichtig, weil wir wollen ja im Zeitplan bleiben, zusammen nachher um 17 Uhr nicht nur sprechen, uns austauschen, sondern auch die Thüringer Köstlichkeiten genießen beim Buffet. Deswegen jetzt hier gemeinsam diskutieren auf dem Podium in zwei Gesprächsrunden und danach haben natürlich Sie und ihr die Gelegenheit, nicht nur Fragen zu stellen zu dem, was wir hier gesprochen haben, sondern es soll natürlich auch darum gehen, eigenes Erleben zu schildern. Ich bitte darum aber immer auch auf Rücksicht auf alle, die noch zu Wort kommen wollen, dass man sich bei solchen Redebeiträgen dann auch entsprechend kurz fassen möge. Wir reden jetzt hier unter dem Stichwort Sichtbarmachung. Sichtbarmachung von was? Sichtbarmachung von Elitewechsel, Sichtbarmachung von sozialen Demütigungen im Osten und auch die Frage, warum all dieses Erfahren so lange oftmals nur im Privaten gesprochen wurde und es keine öffentliche, politische, mediale Auseinandersetzung dazu gab. Und dann, wie wäre es auch nicht anders als bei den Linken, wollen wir reden über Aufbegehren. Über Aufbegehren, historisches Aufbegehren, aber auch die Frage, wie ist jetzt mit Blick auf 89, 30 Jahre, der Kampf um die Deutungshoheit und ein neuer Player ist ja hinzugekommen. Also wir hatten bisher die Herrschenden, die gesagt haben, unsere Erfolgsgeschichte. Wir hatten die Gedemütigten, die Marginalisierten, die nicht gehört wurden, deren Kämpfe nicht gesehen wurden. Und jetzt ist noch die extreme Rechte dazu gekommen, die dieses Thema instrumentalisiert. Und bei Aufbegehren, da soll es halt auch darum gehen, wie wir jetzt in diesem Jubiläumsjahr eine emanzipatorische Perspektive auf 89 entwickeln. Es gibt zwei Leitfragen, die will ich voranstellen. Ja, zum einen, wie kam es eigentlich zu dieser Nicht-Thematisierung ostdeutscher Lebens- und Berufsverläufe? Und wie gelingt Solidarität? Solidarität, eine Allianz der Marginalisierten im Osten mit anderen Minderheiten, Ausgegrenzten? Und welchen Preis hätten herrschende Privilegierte zu zahlen, wenn es zu dieser Allianz käme, die wir so dringend gesellschaftlich brauchen? Wir sprechen hier mit der Integrationsforscherin Naika Furutan, zu meiner Rechten, der Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz. Gregor Gysi muss ich nicht vorstellen. Und dem Aktivisten von Aufbruch Ost, Philipp Rubach. Es donnert, das ist das Aufbegehren. Jeweils dann, wenn ich mein Wort an Sie richte, noch mal ein paar Worte zur Person. Ich beginne mit Naika Furutan, sie ist Professorin an der Humboldt-Universität für Integrationsforschung, aber auch Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Und ich frage Sie natürlich als Wissenschaftlerin, als eine Frau, die sich analytisch mit dem Thema beschäftigt. Und ich weiß, es ist Ihr spezielles Thema. Sie suchen nach Ähnlichkeiten zwischen den Lebensverläufen Ostdeutscher und Migranten und Migrantinnen und plädieren auch für strategische Allianzen. Zu beidem meine Frage, was sind diese Ähnlichkeiten? Und wie meinen Sie das mit den strategischen Allianzen? Ist das überhaupt möglich? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und zunächst mal muss ich betonen, Sie haben es ja auch gesagt, ich bin Integrationsforscherin, Schwerpunkt auch Migrationsforschung. Ich bin keine Ostdeutschlandforscherin, dementsprechend würde ich mir auch nicht anmaßen, hier Kenntnisse, spezifische über Ostdeutschland tatsächlich mein eigen nennen zu können. Das, was ich mache, ist, wir erheben eben in unserem Institut Daten, statistische Zahlen zur Repräsentation, auch zu Repräsentationslücken, zu Forderungen von Integration. Integration definieren wir als
Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe. Das kann man alles politisch tatsächlich auch umsetzen. Und wenn man diese drei Konstrukte sich überlegt, fällt einem ganz schnell auf, das betrifft natürlich nicht nur Migrantinnen und Migranten. Anerkennungsforderungen, darüber wurde eben sehr viel gesprochen, Teilhabelücken haben beide Redner eben ganz eindeutig benannt. Und dass wir aus ungleichen Positionen starten und dementsprechend Chancengleichheit in Deutschland immer stärker zurückgeht, das wissen wir auch. Also wenn wir ein modernes Integrationskonzept oder eine zukünftige Regierung das machen müsste, würde ja eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als das ausgeweitet zu denken. So in diesem Zuge, in der Untersuchung von Ungleichheit und Teilhabelücken, haben wir irgendwann festgestellt, dass eben das nicht nur die Migrantinnen und Migranten betrifft, sondern wir haben uns mangelnde Repräsentation von Ostdeutschen angesehen. Eben wurde dazu ganz klar Stellung bezogen. Einige Punkte wurden genannt, die Universitätsprofessorinnen oder die Elitepositionen oder auch die Strukturstandorte. Insofern können wir ganz klar sagen, es gibt eine empirische und klare Ungleichheit zu, jetzt sagen wir mal, der großen Vergleichsfigur Westdeutschland oder Westdeutschen. Und wenn wir uns das erstmal ansehen, fällt auf, dass in den letzten 30 Jahren es sehr schwer war, darüber zu sprechen, weil das Ganze immer ins Reich der gefühlten Ungleichheit verlagert wurde. Also wenn man gesagt hat, es gibt ungleiche Positionen zwischen Ost und West, gab es ganz schnell die Figur des Jammer-Ossis, der sich eigentlich immer nur beschwert und nicht erkennt, wie schön doch die Innenstadt von Dresden geworden ist. Und dass es eigentlich in Hagen genauso hässlich ist oder noch viel hässlicher als anderswo. Das ist also ein sehr gängiges Narrativ und das macht es sehr schwer möglich, über Ungleichheit zu sprechen, wenn das immer nur als eine gefühlige Option dasteht. Und wir haben Vorstudien durchgeführt, ein Kollege von mir, der zu ostdeutscher Identität promoviert hat, der hat Studien durchgeführt, wo er die Menschen gefragt hat, was stört sie eigentlich also nach 25 Jahren, damals hat er angefangen, am meisten von den gesetzten Narrativen gegenüber Ostdeutschland. Das haben wir gesammelt, da haben wir festgestellt, die Menschen benennen oft die gleichen Stereotype, nämlich einmal diesen Opfervorwurf, einmal den Vorwurf der braune Osten, alles im Osten ist rassistisch. Und der andere Vorwurf, der oft genannt wurde, war eben diese Vorstellung, man sei noch nicht im richtigen Deutschland angekommen. So als wäre dieses richtige Deutschland eben genuin westdeutsch und würde es auch bleiben. Und das Ostdeutsche ist immer ein Außerhalb. Wir fanden, das war eine sehr migrantisierende Position, das richtige Deutschland als ein schon integrierter Ort und die anderen, die von außerhalb sich bemühen müssen um Assimilation. Und wir wollten dann gucken, ob das wirklich diese Vorwürfe, die empfunden werden, diese Stereotype, ob das jetzt einfach nur etwas ist, was man so fühlt. Weil das haben wir in der Migrationsforschung ganz oft, dass uns von Schülerinnen gesagt wurde, ich bin auf die Hauptschule geschickt worden, obwohl ich eigentlich besser war, Diskriminierungsvorwürfe etc. Und das lässt sich ganz schwer untersuchen, weil man kann immer noch den Vorwurf aufrechterhalten, das ist eigentlich eine Einbildung. Also wollten wir sehen, ist das jetzt eine Einbildung? Und wir haben letztes Jahr eine sehr große Erhebung gemacht mit über 7000 Befragten, telefonische Umfrage an unserem Institut. Nur zum Vergleich, die Wahlumfragen, das sind normalerweise 1000 bis 1500 Leute. Also mit 7000 haben wir schon einen hochrepräsentativen Anteil. Und wir konnten feststellen, dass tatsächlich bei über 40%, so ungefähr durchgehend, der Westdeutschen dieser Vorwurf, die Ostdeutschen würden sich immer nur als Opfer sehen, sie würden sich nicht genügend von Extremismus distanzieren und sie seien noch nicht im heutigen Deutschland angekommen, sich bestätigte. Was uns aber interessiert hat, war, dass wir sehen konnten, wir haben die Hälfte der Bevölkerung nach Ostdeutschen gefragt und die andere Hälfte haben wir die gleiche Frage gestellt, nur das Wort Ostdeutsch haben wir ersetzt durch Muslime. Also Muslime sehen sich ständig als Opfer, distanzieren sich nicht genug vom Extremismus, sind noch nicht im heutigen Deutschland angekommen. Und es war überraschend zu sehen, wie analog, also wie ähnlich die Vorwürfe gegenüber beiden Gruppen waren. Warum haben wir das gemacht? Nicht, weil wir sagen wollen, Ostdeutsche sind genauso benachteiligt wie Muslime. Das war überhaupt nicht unser Zugang. Unser Zugang war zu zeigen, wenn es gegenüber zwei gänzlich unterschiedlichen Gruppen ähnliche Stereotype gibt, dann hilft es nichts, das über die Spezifika der Gruppe zu erklären, was wir seit 30 Jahren machen. Die Ostdeutschen sind so, weil.
Die Muslime sind so, weil ihre Kultur so ist. Und die Ostdeutschen hatten keine Demokratie und hatten keine Ausländer und hatten sonst irgendwas nicht. Also wir erklären es immer über spezifische Eigenschaften der Gruppe, statt einmal den Blick zu wenden und zu sagen, was hat eigentlich der Diskriminierende davon, systematisch marginalisierte Gruppen unten zu halten. Nämlich seine eigenen Privilegien dadurch schützen zu können. Das ist eigentlich das, was wir damit beabsichtigt haben. Spannend und ich glaube auch, Sabine Rennefanz kann ganz viel mit dem Gehörten anfangen, weil sie hat sich auch mit den Fremdzuschreibungen beschäftigt, die gegenüber Ostdeutschen formuliert werden. Sie ist Redakteurin der Berliner Zeitung, aber vielen hier sicherlich auch als Buchautorin bekannt. Eisenkinder haben vielleicht einige gelesen und mir ganz persönlich natürlich auch durch meine politische Arbeit, durch das Essay 2012 Uwe Mundlos und ich, in dem sie sich eben auch mit dem NSU und auch der lückenhaften oder unvollkommenen Erklärung des NSU als ostdeutsches Phänomen auseinandersetzt. Sabine Rennefanz, ich weiß, dass es auch Ihr Thema ist in der journalistischen Arbeit. Und deswegen meine erste Frage auch zu Zeitungen. Wieso kommt es eigentlich, oder so empfinden wir es ja gerade jetzt erst seit 2 Jahren dazu, dass man das Gefühl hat, dass differenzierter über ostdeutsche Biografien, Erfahrungen gesprochen wird? Oder ist dieser Eindruck falsch? Ist das jetzt nur vielleicht ein Spotlight der letzten Monate? Wie ist Ihr Eindruck als Journalistin? Ja, hallo nochmal von mir und danke für die Einladung. Ich würde das eigentlich auch so sagen, wie Gregor Gysi das vorhin schon gesagt hat. Also das haben wir leider der AfD auch ein bisschen zu verdanken, dass es da ein größeres Interesse gibt. Das ist so eine bittere Erkenntnis, aber ich glaube auch, dass es ein anderes ostdeutsches Selbstbewusstsein gibt. Also in den 90ern war es halt eindeutig was sehr Negatives, ostdeutsch zu sein. Die Geschichten, niemand hatte Interesse an den Geschichten, das war sogar was Unangenehmes. Also ich habe auch öfter darüber geschrieben, ich habe ja in Hamburg studiert und ich habe mir dann wirklich meinen Akzent abtrainiert und ich habe auch manchmal gesagt, ich käme aus Bremen, weil das so schön unverfänglich war und Eisenhüttenstadt kannte jetzt sowieso keiner. Und das ist natürlich jetzt einfach nicht mehr so. Also, aber gerade auch, was die Medien angeht, also kleines Beispiel, ich war vergangene Woche auf der Sommertour durch Brandenburg und Sachsen mit Franziska Giffey und 25 Journalisten und es waren tatsächlich 2 Ostdeutsche nur dabei. Das hat mich total verblüfft. Also ich konnte es überhaupt nicht glauben. Das waren halt lauter Hauptstadtjournalisten, die sonst Bundespolitik machen, SPD-Berichterstattung, das mache ich sonst nicht. Ich kam mir total wie der Quoten-Ossi vor. War auch dauernd nur am Erklären, Volkssolidarität, was ist denn das Komisches und so. Das war aber natürlich ganz schön. Und ich hatte dann so den Eindruck, dass die Franziska Giffey das eigentlich auch gemacht hat, so eine kleine Bildungsreise für Westjournalisten. Weil da wurden zum Teil auch Vorurteile laut, die ich wirklich, also wo ich wirklich verblüfft war, dass es die noch gibt. Ich dachte, wir wären auch weiter. Ne? Also da war dann so eine Kollegin, die dann mal gesagt hat, ja, aber warum beschwert ihr euch denn so hier, alles so schön renoviert, wunderbare Fassaden und so. Wir mussten 1946 hungern und ich kann versichern, die Kollegin war 1946 nicht dabei, sie hat selbst, also es sah nicht so aus, als ob sie selbst gehungert hat und ich war einfach verblüfft, wie festsitzend diese Vorurteile sind. Und es gibt natürlich auch ganz andere. Also in Berlin, ich lebe in Berlin, wir haben ganz viele Diskussionen, viele Leute sind auch weiter. Also man kann jetzt auch nicht die Westdeutschen so alle über einen Kamm scheren, wie man die Ostdeutschen alle über einen Kamm scheren kann. Also ich finde, das ist die Diskussionen verlaufen eigentlich viel differenzierter als früher und es gibt auch mehr Interesse, aber es gibt halt, wenn man sich die Medienlandschaft anguckt, ja doch ganz klar, also bei uns auch, bei der Berliner Zeitung in der Führungsebene gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Ostdeutsche, also genau genommen bin ich, glaube ich,
ja, eine von zweien auch, die im Impressum stehen, niemand in der Chefredaktion und so. Und bei den großen Zeitungen, ich glaube, beim Spiegel gibt es irgendwie seit 100 Jahren, also beim gedruckten Spiegel, irgendwie nur drei Ostdeutsche. Das ist bei so einer fast 1000-Mann-Redaktion doch auch ziemlich verblüffend. So, also da sind also das ist irgendwie alles sehr so verharrend, ja. Darf ich da vielleicht gleich eine Nachfrage stellen? Wenn jetzt diese neue Interessenswoge am Osten ein bisschen auch aus der politischen Auseinandersetzung herstammt, wie groß ist sie dann tatsächlich? Also gibt es im Westen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade auf die Presselandschaft schauen, wirklich ein Interesse an dem Osten oder sind solche Titel wie zuletzt im Spiegel dann eben vielleicht mehr dem Hype gerade geschuldet und es ist dann auch im Oktober wieder vorbei? Und kann dieses mangelnde Interesse wirklich durch eine Frage der Repräsentanz, ich habe es ja jetzt auch ganz deutlich nochmal benannt mit Blick auf die Redaktion, geändert werden? Oder gehört da mehr dazu als nur die personelle Repräsentanz, vielleicht auch ein bestimmtes historisches Wissen und Ähnliches? Naja, das, also meine Befürchtung ist leider auch und meine Erfahrung, dass das nach den Wahlen wieder abebbt. Also das sind ja leider so die Wellen und ich finde es halt vor allen Dingen auch problematisch, also Journalisten dürfen jetzt schon auch über ostdeutsche Journalisten dürfen über ostdeutsche Themen sprechen, aber so über die Bundes-SPD oder die Thema Digitalisierung, da gibt es jetzt nicht so viele profilierte ostdeutsche Journalisten, die darüber reden. Also das ist schon so ein bisschen so eine Einbahnstraße und ich würde es einfach gut finden im Sinne der Vielfalt, mehr verschiedene Stimmen zu hören. Und da, also wir sind, Naika Forutan und ich sind uns bestimmt nicht in allen Fragen super einig, aber dass es auch mehr Migranten in den Redaktionen geben müsste, mehr Ostdeutsche, dass das generell fürs Land gut wäre, das fände ich doch irgendwie sehr gut. Gregor, ich frage dich jetzt bewusst mal nicht als Politiker, als Vorsitzender der Europäischen Linken, sondern als Anwalt. Seit 1971 als Rechtsanwalt tätig, seit 2002 erneut dein Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick direkt gewählt. Ich nehme an, ganz viele Menschen schreiben weiterhin dir nicht nur als Abgeordneter, als Politiker, sondern auch als Anwalt zu ihren Problemen. Und du hast diese Doppelrolle, Anwalt und Politiker. Wie viel von dem, was Menschen an dich herantragen, ist noch mit der Nachwendezeit verknüpft? Ist das mit den Themen Rente, Arbeit wirklich allumfassend beschrieben oder was gehört da alles dazu? Ja, ich will zunächst im Auftrag von Dietmar eine Korrektur anbringen. Er hat versehentlich gesagt, der FCKW-freie Kühlschrank wurde 93 erfunden, denn es war 83, also es war in der DDR und die Firma wurde dann im 91 zugemacht, was wirklich eine Unverschämtheit ist. Es gibt übrigens noch ein zweites Beispiel. Wir hatten die ersten Schiffe, also Fischfangschiffe, wo es zugleich eine Fischfabrik drauf gab. Und das Gute daran war, dass die Scheidung abnahm, weil die Matrosen ihre Frauen mitnehmen konnten, die in der Fabrik arbeiteten. Also es war dann so gleichmäßig Frauen und Männer besetzt. Dicht gemacht. Und in Südkorea werden die jetzt gebaut und die verdienen. Du musst, um mal zwei Beispiele zu nennen. Ja, also natürlich kriege ich solche viele Briefe. Ich habe ja insgesamt vier Berufe. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Moderator und ich bin Autor. Ich kann davor noch warnen. Abgesehen davon, die meisten Briefe, die ich aus dem Osten bekomme, obwohl es, also in juristischer Hinsicht bekomme, obwohl es sich ein bisschen verschiebt, sind nach wie vor zur Rente. Sind nach wie vor zur Anrechnung oder Nichtanrechnung. Was Ostdeutsche nicht kennen, ist, du kriegst plötzlich eine Rentenerhöhung und das andere wird mit demselben Betrag reduziert. Also kommt immer nicht dabei raus. Das ist etwas, was sie ungeheuer erstaunt. Und dann die Gesetze selbst. Das liegt daran, dass die DDR Gesetze verständlich geschrieben hat, mit der Schwierigkeit, nicht richtig formulieren zu können, was sie eigentlich meinten. Aber du konntest sie verstehen, du konntest das Zivilgesetzbuch der DDR lesen und verstehen. Das kannst du beim bürgerlichen Gesetzbuch natürlich völlig vergessen. Da steht zum Beispiel, dass sie was zu besorgen haben, dann denken sie, sie sollen einkaufen gehen. In Wirklichkeit ist gemeint, dass sie was zu befürchten haben. Also es ist auch ganz interessant, wie sich die Bedeutung von Worten verschiebt.
Und die Gesetze werden heute deshalb so kompliziert geschrieben, das verstehe ich, das muss auch so bleiben, weil sie sonst uns Anwälte ja gar nicht brauchten. Also wir können ja nicht zulassen, dass sie alle Gesetze verstehen. Deshalb wird das immer so gehandhabt. Aber zur Ehrlichkeit zurück, das Problem ist, dass sie das stört. Also sie lesen Gesetze und verstehen sie nicht. Und dann schreiben sie mich an, wie man das verstehen muss und wieso da immer auf so viele andere Paragraphen verwiesen wird, die sie dann gar nicht haben und die sie dann irgendwie suchen und finden müssen, neben der Rentenproblematik. Und dann gibt es noch eine Problematik, das ist Hartz IV, das sind die Sanktionen. Aber das, da wäre ich genauso viel aus dem Westen angeschrieben wie aus dem Osten. Weil sie das immer nicht verstehen, was sie falsch gemacht hat. Und ich finde, damit höre ich auch schon auf, dass das Denken der Deutschen häufig in Sanktionsrichtung geht, nie in Boni-Richtung. Also ich könnte es doch umgekehrt machen. Ich mache einen Mindestbetrag, den bekommt dann jeder Betroffene. Und wer krank ist oder wer sich besonders engagiert, kriegt einen Bonus dazu. Aber so denken wir nicht. Wir denken immer nur in der Form, der kommt nicht, Strafe, Strafe, Strafe. Ich finde das ein furchtbares Denken übrigens. Da du auf die erste Frage so kurz geantwortet hast, gibst du mir die Chance, eine zweite hinterherzustellen, weil sowohl im Trailer wie aber, ich glaube, auf vielen Veranstaltungen merken wir ja das Thema Treuhand, aber hier ganz explizit auch in Thüringen natürlich, die Arbeitskämpfe, der Hungerstreik in Bischofferode spielen eine ganz zentrale Rolle. Und du hast die Zeit erlebt, ganz aktiv, viele hier auch. Zurückblickend, man hat oftmals das Gefühl, diese Auseinandersetzungen waren ein bisschen vereinzelt. Belegschaften, Betriebe, Städte haben für sich gekämpft. Gibt es da vielleicht auch bestimmte Konsequenzen, Schlussfolgerungen, wenn du heute darüber nachdenkst, wie wieder mehr Bewegung, soziale Auseinandersetzung tatsächlich stattfinden würde, wie man solche Vereinzelungen, das Nicht-Verbinden beheben kann? Ein anderes Thema, ich will es nur sagen, es ist auch die Zeit der rassistischen Pogrome. Und auch dieses Thema ist nicht verbunden worden mit den sozialen Auseinandersetzungen an vielen Stellen. Ist das vielleicht auch eine Schwäche, zurückblickend, dass an vielen Stellen nicht gemeinsam agiert wurde? Also die Schwäche der Ostdeutschen 1990 und in den ersten Jahren danach bestand darin, dass sie sich nicht organisieren konnten. Und die Einzigen, die ihre Interessen wirklich versucht haben wahrzunehmen, waren wir. Aber viele hatten zu uns eine Distanz, die sie wiederum nicht überwinden konnten. Das ist ja auch schwierig, wenn aus deiner Sicht die Falschen das machen. Und die ganze Problematik wird deutlich an einem Gespräch, das ich mit Helmut Kohl hatte danach. Und da habe ich ihn gefragt, warum er die Eliten nicht vereinigt hat. Und da meinte ich nicht die politischen, sondern die technischen, die wissenschaftlichen, die künstlerischen. Da sagte er zu mir, naja, Herr Gysi, weil es meine Eliten nicht wollten. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber die ostdeutschen Eliten waren dann doch auch ihre Eliten. Das dauert eben, bis du das begreifst. Seine waren die Westdeutschen, die das nicht wollten. Und die hatten einen Überhang. Es gab zu viele gute Ärzte in den Krankenhäusern, für die kein Oberarztplatz mehr frei war. Und die Ostdeutschen haben sich ja auch zum Beispiel unsolidarisch verhalten. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Der Chefarzt wurde abgesetzt, der Oberarzt aus dem Osten freute sich, weil er dachte, er wird Chefarzt. Aber dann kam der Chefarzt aus München und brachte seinen Oberarzt mit. Dann war er auch weg. Das heißt, das war ja so ein sukzessiver Prozess. Es war ja nicht auf einmal. Das Verheerendste war übrigens, das Erste, was entlassen wurde aus allen Unternehmen der DDR, war die Forschungsabteilung. Als Erstes. Die wurden alle als Erstes entlassen, weil man das nicht wollte. Warum auch immer. Ein zweites Beispiel will ich Ihnen schildern. Ich war 1990 im März bei der Führung der NVA. Also nicht, da saßen lauter Generäle, einer hatte ganz viele Sterne, aber ich weiß dann immer nicht, was das für Generäle sind, kenne mich da gar nicht aus. Auf jeden Fall saß ich denen gegenüber. Du wurdest nicht General in der DDR, wenn du nicht in der SED warst. Ne? Und ich saß ihnen gegenüber und dann sagte er zu mir, ja, Herr Gysi, Sie wollten uns sprechen. Weshalb denn? Sofort Sie. Distanz, März 90. Ja, sage ich, ich wollte Sie sprechen aus folgendem Grunde. Ich habe ein redliches und ein unredliches Motiv, dafür zu sein, die Wehrpflicht in der DDR abzuschaffen. Was wollen Sie hören? Zuerst mein redliches und dann mein unredliches oder umgekehrt? Sagt er, erst das redliche. Ja, das redliche Motiv ist, man kann doch nicht junge Männer verpflichten, im Mai zur Armee zu gehen, um ein Land zu verteidigen, das sich gerade abschafft und aufgibt. Das ist ja geradezu grotesk. Was soll es denn da noch für eine Motivation geben?
Sagt das Unredliche. Das Unredliche ist, dass ich möchte, dass wir die Wehrpflicht abschaffen, weil sie Kohl dann wieder einführen muss. Und das gönne ich ihm. Und das war mein unredliches Motiv. Und daraufhin sagten die zu mir, die Generäle, hey, sie verstehen unseren Beruf völlig falsch. Wir haben gelernt, ein Land zu verteidigen. So wie wir das bei der DDR können, können wir das selbstverständlich auch bei der Bundesrepublik Deutschland. Da habe ich gesagt, Sie glauben im Ernst, Sie werden übernommen? Dann macht er, Sie glaubten es. Und ich wusste, dass das nicht passiert. Aber sowas nutzt ja nichts. Selbst wenn du dann Recht behältst, werden sie noch wütender auf dich. Es ist ja nicht so, dass sie dann... So, das habe ich alles erlebt. Aber ich verstehe es auch. Die Organisation war gar nicht möglich. Ich meine, die ganze Wendezeit war doch so, es passierte jeden Tag etwas, was du am Vortag für unmöglich gehalten hast, dass es überhaupt passieren kann. Das war doch auch eine Überforderungssituation. Auch für mich, für alle war es eine Überforderungssituation. Und dazu waren sie nicht fähig. Und sie fanden dann zwar viele Sachen richtig, die wir sagten, aber konnten nicht zu uns stoßen. Wobei ich wieder sage, dadurch, dass die Eliten nicht vereinigt wurden. Also sagen wir, es gab zwei gravierende Fehler im Interesse der Existenz der PDS. Der erste gravierende Fehler war, dass die ostdeutschen Sozialdemokraten bei Vogel durchsetzten, dass Leute aus der SED nicht so ohne weiteres in die SPD gehen können, sondern dass es mit Demütigung aller Art verbunden war. Naja, dadurch blieben sie parteilos, dann haben sie irgendwann die Erfahrung gemacht, man lebt auch ganz gut ohne Parteimitgliedschaft, oder sie blieben in unserer Nähe. Dafür war ich ihnen dankbar. Der zweite Fehler war, als die Eliten nicht vereinigt wurden, was mir natürlich in Wirklichkeit leid tut, dass sie nicht vereinigt wurden, wurden sie in unsere Nähe gedrückt. Die wollten ja gar nicht mehr zu uns. Aber was blieb denn den Künstlerinnen und Künstlern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderes übrig? Genauso, als sie bei den Renten benachteiligt wurde. Also das war sehr schwer, weil natürlich jeder auch versuchte, seine Interessen zu verwirklichen, nicht die aller. Und das hat sich jetzt geändert, zum Beispiel was die Treuhandanstalt betrifft. Da hast du jetzt Auffassung, und das, jetzt ist denen das auch recht, auch Leuten, die uns nicht wählen, dass wir das machen. Das liegt nun wiederum daran, dass es uns im Laufe der Jahrzehnte, muss ich sagen, gelungen ist, die Akzeptanz zu erhöhen. Das meine ich immer nicht mit Wahlverhalten. Mit Akzeptanz meine ich, dass auch die, die dich nicht wählen, dich akzeptieren. Ich behaupte heute in Bayern, nicht bei denen, die AfD wählen, aber bei allen, die AfD nicht wählen in Bayern, sind wir akzeptierter als die AfD. An sowas war 89, 90 noch gar nicht zu denken. Das müssen wir auch mal erkennen, dass wir doch da einiges erreicht haben. Ja, Philipp Rubach von Aufbruch Ost wird uns nichts zu seinen Wendeerfahrungen berichten können, weil er ist 1996 geboren. Dann war er ja 89 noch nicht mal Weißkäse, da war er noch in einer ganz anderen Stufe. Ja. In Weimar geboren, das ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle zu sagen. Er studiert in Leipzig Lehramt Sonderpädagogik. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass das da so heißt. Wir hatten mal eine Diskussion in der Bundesrepublik, dass wir dieses Studienfach anders benennen wollen. Und ja, es ist Sachsen, danke für den Hinweis. Er ist einer der aktiven, ich glaube auch Mitgründer von der Initiative Aufbruch Ost. Und weil ich einfach davon ausgehe, dass vielleicht einige verfolgen auf Twitter oder vor Ort, was diese Initiative nun macht, aber nicht alle es wissen, würde ich erstmal Philipp Rubach bitten, euer Projekt, eure Arbeit, eure Erfahrung vorzustellen. Ja, auch von meiner Seite her einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Genau, was ist eigentlich Aufbruch Ost? Aufbruch Ost versteht sich als junge ostdeutsche Emanzipationsbewegung. Wir haben uns gegründet im September 2018 in Leipzig und glauben sozusagen, dass diese Ostdeutschland-Debatte nicht nur von älteren Menschen ausgefochten werden sollte, sondern dass es da auch mal einen jungen Schwung braucht, sozusagen eine neue, junge ostdeutsche Perspektive, die auch rebellisch ist und da ein bisschen kämpferischer vorgeht und Forderungen lautstark stellt, dafür auch versucht, auf die Straße zu gehen und auch mit anderen jungen Menschen zusammen ins Gespräch kommt. Genau. Ich glaube, wenn Jana Hensel zum Beispiel derzeit schreibt, dass die größte Besonderheit oder der größte Erfolg des 30. Jubiläumsjahres von 1989 ist sozusagen, dass sich jetzt auch so viele junge Ostdeutsche zu Wort melden und mit der Geschichte des Ostens sozusagen interessieren, dann meint sie sozusagen auch indirekt Aufbruch Ost. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon
ja, einen großen Meilenstein sozusagen gesetzt. Jetzt in dem Jahr sind wir relativ im Eiltempo vorgegangen und ich will das mal kurz abreißen, was wir sozusagen gemacht haben. Wir haben anfangs erstmal sind wir nach Bischofferode gefahren, haben uns mit Gerhard Jüttemann getroffen, um da uns Erfahrungen herzuholen, haben uns dann in Leipzig mit Gesine Oltmanns ausgetauscht, die das Leipziger Lichtfest dort mit plant sozusagen, haben dann erstmal Bürgerinnencafés auf der Straße gemacht nach dem Motto 70% zuhören, 30% selber reden, um erstmal sozusagen was mitzukriegen, wie die Debattenlage hier eigentlich ist. Haben dann kritische Demonstrationsteilnahmen gestartet, haben Veranstaltungen gemacht, hatten volle Kinoseele sowohl in der Provinz als auch in Leipzig im urbanen Kiez sozusagen und ja, sind jetzt sozusagen mit der Konzerttour Wann, wenn nicht jetzt eigentlich durch sämtliche Marktplätze getourt und waren in Sachsen, in Grimma, in Annaberg, Buchholz, in Zwickau und so weiter und hatten dort überall unseren Stand und haben sozusagen immer die Leute nach ihren Erfahrungen gefragt, die sie sozusagen gemacht haben, weil wir es schon für, ja, für wahnsinnig nutzbar sozusagen erachten, dass Leute die Erfahrung gemacht haben, dass ein politisches System sozusagen endlich sein kann, dass es ja und halt andere Erfahrungen haben sozusagen und zugleich wollen wir sozusagen auch intervenieren und halt den Rechten auch nicht im Osten sozusagen das Feld überlassen und ganz klar uns auch für eine ehrliche Aufarbeitung von DDR-Wende- und Nachwendezeit einsetzen und eben auch ostdeutsche Systemkritik ganz klar nach links verschieben. Wir sehen uns aber sozusagen auch ganz klar als außerparlamentarische Initiative und sind sozusagen nicht an die Linkspartei gekoppelt und versuchen sozusagen einfach als junge Initiative jetzt mit einem unglaublichen Tempo, was wir jetzt sozusagen an den Tag gelegt haben, auch mit Pressearbeit und so weiter, da sozusagen einfach diese ostdeutsche Thematik fortzufahren und eben auch Zukunftsfragen zu diskutieren. Genau. Kann ich noch ganz kurz was sagen? Los. Genau. Wie viele Mitglieder seid ihr? Genau, also wir sind stetig wachsend und sind jetzt über 50 Leute in Leipzig, die sich da derzeit zusammengefunden haben. In Erfurt hat sich jetzt eine Regionalgruppe von uns gegründet, was uns sehr, sehr freut. Und unser Ziel ist eigentlich auch noch, dass wir sozusagen bis Jahresende Aufbruch Ost zu einem ostdeutschlandweiten Phänomen sozusagen machen. Wir glauben, es braucht unbedingt so eine Bewegung. Und genau, ich ja, würde sonst einfach nochmal sozusagen auch nochmal auf zwei Punkte eingehen, ganz kurz. Gregor, weil du vorhin sozusagen gesagt hattest, die Älteren haben sozusagen den Vorteil, dass sie zwei politische Systeme erlebt haben. Ich würde sagen, definitiv, aber ich glaube, so eine junge Perspektive ist trotzdem nicht zu vernachlässigen. Und wir waren ja auch in Bischofferode, wir setzen uns auch kritisch mit dem auseinander, was du beispielsweise erzählst. Wir standen auch wochenlang auf Marktplätzen und haben da auch immer Leute sozusagen befragt. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Perspektive ist und auch eine Perspektive, die halt weggeht von so einer Art Ohnmachtsgefühl, was es, glaube ich, im Osten ganz oft gibt, sozusagen, was wir auch auf den Marktplätzen immer wieder erlebt haben, dass die Leute sich sozusagen ausgeliefert fühlen bestimmten Sachen und wir wollen halt für Selbstermächtigung streiten und wirklich Bewegungen auch aufbauen und wir glauben halt auch, dass wir beispielsweise im Unterschied zur Linkspartei, die ja dann hin und wieder immer noch den Vorwurf hat, dass ihr das SED-Erbe anhängt und so weiter, dass das eine große Chance ist, wenn wir das sozusagen vorantreiben. Darf ich noch was provokant fragen? Du hast jetzt gesagt, eure Perspektive und hast es auch politisch umrissen, aber Jahrgang 96, du empfindest dich als ostdeutsch. Was ist das für dich? Oder benutzt, also ihr benutzt ja bewusst diesen Begriff Aufbruch Ost und ihr seid oftmals erst in der Nachwendezeit geworden. Was ist für euch ostdeutsch? Also bei Aufbruch Ost ist es auf jeden Fall so, dass wir uns zu 50% aus Ostdeutschen zusammensetzen und zu 50% aus Westdeutschen. Wir sehen das sozusagen auch als Riesenpotenzial, dass wir Leute dabei haben, die Studierende sind, Leute, die in der Ausbildung sind, Leute, die arbeiten gehen, Leute, die irgendwie vom Dorf kommen, Leute, die in der Stadt groß geworden sind, Leute, die aus Ost kommen wie aus West sozusagen. Und wir versuchen uns sozusagen einfach selbstständig sozusagen damit auseinanderzusetzen mit dieser Thematik und kritisieren halt sehr, sehr stark, dass deutsche Geschichte häufig westdeutsche Geschichte ist und das stört uns sozusagen, deswegen gibt es Aufbruch Ost und wir meinen das aber weniger identitätspolitisch, dass wir sozusagen sagen, das ist jetzt sozusagen ostdeutsch und da freuen wir uns jetzt drüber oder sowas, sondern wir suchen natürlich nach ostdeutschen Potenzialen, an die sich anknüpfen lässt
wir versuchen sozusagen aber nicht mit dieser Ost-Identität jetzt übermäßig sozusagen Politik zu machen. Genau. Also weil du gesagt hast, ihr habt auch Forderungen, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn ich da hier Frau Renner das Mikro... Also unsere Forderungen sind natürlich in einem Prozess sozusagen immer verbunden, aber wir fordern eine Stärkung sozusagen des ländlichen Raums, der Infrastruktur dort, weil wir das halt vor Ort sozusagen vor allem festgestellt haben. Wir fordern die Unterstützung und Sichtbarmachung von ostdeutscher Zivilgesellschaft, wenn man sich jetzt zum Beispiel Unteilbar anguckt, sowas braucht es viel, viel öfter. Und wir haben sozusagen eine breite Palette sozusagen an Forderungen. Wir glauben, es braucht eine kontinuierliche Debatte über Ostdeutschland, wenn ich jetzt, weil du es vorhin auch gesagt hast, mit Pressejournalisten gerade, wir werden von Anfragen überhäuft. Also heute ruft das ZDF an, morgen Deutschlandfunk Kultur und so weiter und so fort. Und dann sage ich halt, wir schaffen das gerade sozusagen nicht, das alles zu bearbeiten. Und würden sie sich sozusagen auch noch in ein paar Wochen nach den 3 ostdeutschen Landtagswahlen dafür interessieren? Und die Leute von Arte und so weiter sagen mir dann wirklich ehrlich, naja, da sieht es dann halt doch wirklich eher mau aus. Und da sage ich halt, ja, das finde ich halt schade. Also, weil wir wollen halt, dass es eine kontinuierliche Debatte über den Osten gibt. Wir wollen, dass Löhne und Renten angeglichen werden. Wir wollen, dass es ostdeutsche Sprechräume viel mehr gibt, weil die zu kurz kommen. Wir glauben, dass sozusagen aber nicht nur man sich im Osten sozusagen immer erzählen muss, wie schlecht irgendwie die Wiedervereinigung gelaufen ist und warum sozusagen hier alles schiefgegangen ist. Sozusagen die Leute kennen das, die Leute, also teilen uns diese Erfahrungen mit, sie reden darüber im Familienkreis sozusagen. Wir glauben vielmehr, dass der Westen sich endlich sozusagen dafür zu interessieren hat, was hier eigentlich für eine soziale Katastrophe nach dem Mauerfall stattgefunden hat und dass der Osten stattdessen vielleicht lieber mal über Rassismus sprechen sollte, was nämlich hier auch ein Thema ist, sozusagen, was relativ immer oder häufig sozusagen zu kurz kommt. Genau. Okay. Ich habe hier schon Wortmeldungen gesehen. Wir machen aber noch eine kurze Runde auf dem Podium, weil auch noch nicht alle Fragen und Themen angerissen sind. Und wir haben dann tatsächlich auch die Hälfte der Zeit dieses Podiums dafür dann, dass nachgefragt wird oder dass selbst nochmal berichtet wird. Frau Furutan, eingangs hatte ich, glaube ich, noch eine zweite Frage gestellt, neben der nach Ihrem wissenschaftlichen Befund, nämlich dann mehr eine politische, vielleicht mögen Sie die auch trotzdem, Sie hier als Wissenschaftlerin sind, beantworten. Kann das gelingen mit den Allianzen der Marginalisierten, der Ausgegrenzten, also ganz konkret derjenigen, die in Ostdeutschland Demütigungserfahrungen haben, die Fremdzuschreibungen erleben, die diskriminierend sind und Migranten und Migrantinnen, die aus ganz anderen Gründen, aber vielleicht manchmal ähnliche Erfahrungshorizonte haben? Oder ist das angesichts der rassistischen Grundkonstitution, die wir derzeit in der autoritären Rechtsentwicklung hier erleben, in diesem Land einfach undenkbar? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich glaube, dass wir den Begriff und die Idee von strategischen Allianzen noch mal ausweiten müssen. Es ist zwar sehr befriedigend zu überlegen, jetzt tun sich die Migranten und die Ostdeutschen zusammen gegen die Westdeutschen und zusammen sind wir mehr, aber das ist eigentlich gar nicht das, was dahinter gedacht ist, sondern ich finde das, was Philipp Rubach gerade gesagt hat, das war ein klarer Hinweis auf eine strategische Allianz, nämlich, dass man für einen bestimmten politischen Kampf dann man tritt für das eine an, nämlich einen Aufbruch Ost, ist aber aus Westdeutschen und Ostdeutschen sozusagen komponiert. Und diese Vorstellung haben wir auch bei vielen jungen muslimischen Initiativen, die starten, die explizit dann nicht nur aus muslimischen Akteurinnen bestehen, sondern auch ganz strategisch den Zusammenschluss mit anderen Religionen suchen oder mit unreligiösen Personen, einfach nur mit dem Blick auf, wonach richtet sich unser Begehren, nämlich sichtbar zu machen, dass es rassistische Positionen gibt, dass es Ausschluss gibt, dass man nicht repräsentiert ist, etc. Und natürlich ist diese Allianz dann auch deswegen nur in der Form möglich, und das ist das, die Frage, die eben auch die ganze Zeit schon gestellt wurde von allen, wie schafft man es, dieses Thema über die Wahlen zu retten? Und da müssen wir uns alle ehrlich machen, weil das ganze Thema klappt
Das hält man nur aufrecht, solange man das identitätspolitisch auflädt. Und gleichzeitig ist natürlich die große Kritik der Identitätspolitik jetzt auch im linken Lager, besonders stark, ehrlich gesagt, im sozialdemokratischen, weil man das auch nachvollziehen kann, weil jede Form von Identitätskonstruktion und Bedienen von Partikularinteressen vermeintlich das große Ganze aus dem Blick lässt. Umgekehrt wissen wir das schon, allein wenn ich hier in dem Raum eine Abfrage machen würde, wer ist eigentlich ostdeutsch, würden wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Antworten kommen. Wir werden dazu jetzt die nächsten Wochen etwas veröffentlichen, nämlich genau mit der großen Frage, wer ist eigentlich ostdeutsch, warum maßen wir uns gerade als Migrationsforschungsinstitut an, das zu sagen. Das hat natürlich auch eine strategische Komponente, was möglicherweise auf die Allianzen auch herleitet. Uns ist aufgefallen, dass die Personen sich ganz unterschiedlich zu dieser Frage positionieren. Die einen mit so einem ganz stolzen, erwachenden Moment, endlich kann ich meine Geschichten erzählen, 30 Jahre lang musste ich meinen Akzent verbergen oder habe gar nicht gesagt, woher ich komme. Jetzt ist Raum da, jetzt wird meine Gruppe gesehen. Ich kann diese Geschichten in das deutsche Narrativ einflechten. Ist übrigens auch eine sehr starke Frage aus den Migrationsbewegungen. Warum sind eigentlich die Geschichten der Migrantinnen, die seit Anfang der 50er hier sind, nicht Teil eines gesamtdeutschen Narrativs? Auch was die Gruppengrößen angeht, kann man immer wieder mit diesen Analogien spielen. Wie gesagt, Sie werden selber wissen, also wir haben diese Erhebung gerade gemacht, je nach Zählart haben Sie zwischen 16%, 20% und 25% Ostdeutsche. Und ich habe das letzte Mal, haben wir uns gesehen, das war bei einer Veranstaltung der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, da ging es danach um die Ostquote im Bundestag. Und das Spannende war, dass das natürlich auch innerhalb der Personen, die man jetzt als Ostdeutsch markiert, benennt, wie auch immer man das nennt, auch sehr unterschiedliche Positionen gibt. Die einen sagen, ich will doch kein Ostdeutscher mehr sein, die Kategorie ist für mich nicht relevant, ich bin vor 30 Jahren nach Bielefeld gezogen, ich habe einen Westdeutschen geheiratet, mein Kind ist doch nicht Ostdeutsch. Es gibt ganz große Protestreaktionen und wiederum junge Menschen, die sagen, denen man dann sagt, du weißt auch gar nicht, was das ist, die sich aber trotzdem ganz offensiv bekennen. Und wir haben, für uns ist das ganz interessant aus der Migrationsforschung, dass die Menschen immer ganz selbstverständlich wissen, was eine Person mit Migrationshintergrund ist. Weil der Mikrozensus das irgendwann mal 2005 definiert hat und mit dieser Definition erwächst Wirklichkeit. Also man hat dann gesagt, jeder, dessen Eltern, von dem mindestens ein Elternteil oder ein Großelternteil mal nach Deutschland eingewandert ist. Jetzt haben wir überlegt, was, wenn wir das mit Ostdeutschen machen würden. Jeder ist Ostdeutsch, der mindestens ein Elternteil oder Großelternteil, müssen wir überlegen, wie lange sich das überträgt, hat der irgendwann auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geboren ist. Ja? Damit haben Sie 25% Ostdeutsche. Und wenn es jetzt um die Ostquote geht, dann wird es natürlich, ich meine, es wurde ganz schnell abgelehnt, wir wollen keine Ostquote, weil man weiß ja nicht, wer Ostdeutsch ist. Dann sieht man die Sprengkraft dieser Frage. Aber das ist tatsächlich so, ob man dann jetzt für 25% Posten bei Universitätspräsidentin fordert oder für 16 später in der politischen Debatte, das wird natürlich einen klaren Effekt haben. Und deswegen glaube ich, Identitätspolitik hat eine sehr große Kraft, auch eine sehr große Sprengkraft. Ich persönlich glaube, dass es im Moment gar nicht anders geht. Übrigens begehren ja nicht nur die Ostdeutschen auf, die Migrantinnen begehren auf, auch die Frauen sagen, das ist das frauenungleichste Parlament, das wir haben seit, ich glaube, 26 Jahren. Also die Debatte um Repräsentation und Sichtbarkeit hat weit um sich gegriffen und ich denke, da müssen wahrscheinlich alle Parteien sich in irgendeiner Form zustellen. Ja, die Verantwortung von Westdeutschland haben wir jetzt bei dem Thema Treuhand angerissen. Ich will aber noch mal zu dem Thema Rechtsterror, Rassismus, NSU zurückkommen. Weil Sie, Frau Rennefanz, sich ganz explizit eben auch damit auseinandergesetzt haben, dass man hier auch eine Figur gewählt hat, den Terror des NSU zu externalisieren. Also das ist das Jena-Trio oder die Zwickauer Zelle und das hat irgendwas mit DDR zu tun und ja, Wendeerfahrung, aber auf keinen Fall mit Westdeutschland, obwohl die Akteure, wenn wir uns die Behörden anschauen, Polizei, Gerichte, Verfassungsschutzbehörden, ich meine, das waren alles Westbeamte und Beamtinnen, ja, die für das Erstarken oder vielleicht auch das für das Gewährenlassen irgendwie dort Verantwortung trugen.
Das ist ja jetzt eine historische Betrachtung, aber ein ähnliches Phänomen kann man ja derzeit gerade wieder beobachten. Ich finde berechtigt übrigens, reden wir jetzt zum Jahrestag auch der Ausschreitung in Chemnitz, viel auch über den Osten, aber wir haben nicht in dem Maße nach dem Mord an Walter Lübcke über Kassel gesprochen. Da ist doch irgendwas schief. Ja? Und was kann man eigentlich tun, damit ja, zum einen die berechtigte Verknüpfung der Problematik, weil wir haben bezogen auf die Anzahl der Bevölkerung immer noch beim Thema rechter Gewalt, rechte Morde, ein großes Problem im Osten, aber gleichzeitig eben auch Strukturen, Gewalttaten, Tötungsdelikte im Westen, Verantwortung des Westens, dieses Thema in anderen Blickwinkel bekommt. Also warum ist das bis heute immer noch mit dem Osten verknüpft? Macht es sich da der Westen einfach? Und was kann man da journalistisch eigentlich, wie kann man dagegen halten? Das wäre meine Frage an Sie. Ja, das ist eine komplizierte Frage. Ja, ich habe das auch immer gedacht, es war jetzt in Kassel nicht nur der Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke, sondern es gab ja auch in Hessen noch andere Fälle wie den Mord an dem Eritreer. Es gab diesen einen bis heute ja dubiosen, ungeklärten Fall, was dieser eine Mitarbeiter vom Verfassungsschutz im Internet-Café machte, als der Herr Josgat ermordet wurde. Sie wissen das viel besser als ich, die ganzen Hergänge damals. Und da denke ich natürlich dann manchmal schon so, natürlich auch so ein bisschen polemisch, es redet jetzt keiner davon, dass Hessen die Bundesrepublik verlassen muss. Und was ist denn da in Hessen beim Verfassungsschutz los? Was ist überhaupt beim Verfassungsschutz los? Und ich merke schon, also da kommt natürlich dieses Identitäre dann auch an seine Grenzen, wenn wir immer nur über dieses Wir und Ihr reden. Ich denke, wir haben generell in Deutschland ein Problem, was die Verfolgung von Rechtsextremismus angeht. Personifiziert ist das ja in der Person von Herrn Maaßen. Und das ist journalistisch natürlich auch extrem schwierig. Also man kann einfach natürlich nur versuchen, nicht in diese Fallen zu tappen und da auch nicht irgendwie dann so zu tun, als gäbe es in Ostdeutschland kein Problem, also, sondern auch zu sagen, und dass es halt auch ein Problem gibt, nicht erst seit den 90ern, sondern auch schon zu DDR-Zeiten, dass dort rassistisches und völkisches Denken teilweise ignoriert wurde, dass es Überfälle gab auf ausländische Arbeiter, dass es Skinheads gab. Das ist mir eigentlich noch ein bisschen zu wenig also diskutiert worden. Und ich finde, das Problem ist, dass man das nicht diskutieren kann, ohne dann gleich wieder auch das Narrativ zu bedienen, naja, ihr seid ja im Osten alle rechts. Also es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, gerade wenn sowas zum Beispiel von der Linkspartei kommt, also Sie haben ja doch einige sehr engagierte Mitarbeiterinnen wie die Katharina König oder so, dann hat das natürlich nochmal eine andere Wucht. Ich wollte vielleicht noch was, wenn ich darf, zu dieser These. Also ich habe zum Beispiel, vielleicht können wir das auch nochmal klären, wenn wir hier schon zusammensitzen, diese These mit den Ostdeutschen und den Migranten, doch auch noch so einige Fragen, muss ich sagen. Also Sie haben es kam jetzt auch wieder so, also ich weiß zum Beispiel nicht, sind es eigentlich Ostdeutsche und Migranten, wo wir die Gemeinsamkeiten suchen, oder sind es Ostdeutsche und Muslime? Das weiß ich nicht so, das habe ich noch nicht so verstanden. Außerdem finde ich gerade, wenn man so halt die Überfälle, also den Rassismus, den es ja im Osten schon auch gab, gerade auf Migranten, also das passt für mich irgendwie dann auch nicht so richtig zusammen, wie man da jetzt Gemeinsamkeiten sucht. Also was hast irgendwie der Rostocker, der seine Arbeit verloren hat, oder der Rostocker Arbeiter mit der genderbewegten türkischstämmigen Studentin in Regensburg gemeinsam? Was haben die gemeinsam? Also das ist so eine, also warum macht man das? Warum vergleicht man diese beiden Gruppen? Warum vergleicht man da nicht auch Ostdeutsche und Schwule? Warum vergleicht man nicht auch Ostdeutsche und Frauen? Also das sind so, also ich habe da total noch total viele Fragen, und ich meine, das wäre cool, wenn es mehr Vielfalt irgendwie gäbe, und ich weiß, und vielleicht ist das ja auch ein Weg und es ist eine provokante These, aber ich finde schon, dass es da auch noch immer sehr viele Fragen gibt für mich.
denke, wir sollten Ihnen die Möglichkeit geben, nochmal vielleicht kurz zu antworten. Genau. Das ist vielleicht auch nochmal dieser Anschluss, den ich eben versucht habe zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, dass die Ostdeutschen und die Migranten als homogenisierte Gruppe sich gegen die Wessis stellen. Um strategische Allianzen zu knüpfen, muss man innerhalb der Gruppen nach denen suchen, die miteinander für oder gegen etwas alliieren oder koalieren können. Und da trifft sich wahrscheinlich der arbeitslose Werftarbeiter aus Rostock am ehesten mit dem arbeitslosen Industriearbeiter aus Duisburg oder von den Fortwerken mit einer bestimmten Perspektive, die man politisch herleiten soll. Solange aber die Politik der Herkunft das Ganze überwiegt, wird es schwer, seine strategische Allianz zu knüpfen. Das ist eben dann die Aufgabe des Narrativs. Bringt man die beiden als Arbeiter oder als Verlierer jetzt, je nachdem, das muss ja gar nicht unbedingt als Verlierer der Wende, sondern Verlierer der Industrialisierung oder Verlierer der Neoliberalisierung der Gesellschaften gelesen werden. Darauf findet man eine ganz neue Plattform für eine strategische Allianz, so wie die Plattform für eine strategische Allianz bei Unteilbar natürlich auch Menschen zusammenbringt, die, wenn man sie jetzt dekonstruiert, möglicherweise überhaupt nicht zueinander passen. Da gehen ja auch Leute zusammen, Arbeiter und Arbeiterinnen von Ryanair zusammen mit irgendwelchen Initiative Schwarzer Deutscher, die sich möglicherweise in kaum einem Punkt treffen, außer der Vorstellung von einer gerechteren Ordnung und einer gerechteren Angleichung von Lebensverhältnissen. Also ich denke schon, dass da ein politisches Motiv reingestrickt werden muss, aber die Sprengkraft, das, was am meisten anschlussfähig ist und am meisten Menschen mobilisiert, ist immer dieses Identitätspolitische. Das mobilisiert. Wir können das dekonstruieren. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Selbst wenn wir die große Frage Frauenrechte, Frauenquote, Frauenkämpfe aufmachen, ist am Ende des Tages bleibt ein großer Unterschied zwischen Beatrix von Storch und mir oder Ihnen. Ja? Aber wenn wir jetzt das identitätspolitisch als Frauen führen, findet man trotzdem eine Plattform. Das ist das, was ich meine. Man kann das alles runter dekonstruieren, aber im politischen Kampf ist das erstmal zunächst anschlussfähig. Und darauf müsste man wahrscheinlich die strategischen Optionen setzen. Es stimmt natürlich, wenn wir jetzt sagen, es gibt Erfahrungen von Diskriminierung, die ähneln sich nicht überall. Was wir können sehen, es ähneln sich strukturelle Ungleichheit, es ähneln sich Stereotype, es ähneln sich natürlich nicht Rassismuserfahrungen. Ja. Als schwarze Deutsche oder Frau mit Kopftuch macht man ganz andere Erfahrungen als ostdeutscher Wendeverlierer. Da kann man möglicherweise nur auf einer Position erstmal aufbauen, nämlich zunächst mal ganz analytisch betrachtete Ungleichheit, aber die Rassismuskomponente kann man da nicht einfach nivellieren oder wegdenken. Aber es gibt auch andere Erfahrungen, die ich immer sehr überraschend finde. Das, was Sie eben gesagt haben mit dem, man geht irgendwo rein und es sind nur zwei Leute da, die ostdeutsch sind. Das Gleiche haben wir natürlich mit der Migrationsfrage. Das andere ist diese Distanzierungsfrage. Jetzt in dem Falle wieder mit Bezug auf Muslime. Immer wieder diese Position, sich irgendwo hinzusetzen, zu sagen, ich bin Muslimin, aber ich mache erstmal klar, ich bin auch gegen Terrorismus. Also insofern, das ist auch dieses ostdeutsche Phänomen, ich bin ostdeutsch, aber ich bin auch gegen Rassismus, ist auch so ein wahrscheinlich eine Erfahrung, die man ganz oft miteinander teilt. Was auch miteinander geteilt wird, ist natürlich die Position, dass man zu diesen Figuren gemacht wird auch. Ja? Also dieses Interessante, was wir sehen mit Bezug gerade auf Muslime, dass über Jahre das gar keine Rolle gespielt hat, woher die Personen, die wurden eher als Gastarbeiter, als Türke, Araber, wie auch immer gelesen. Und irgendwann nach dem 11. September, was übrigens auch eine Analogie ist, dass wir auch sehen können, nach dem 11. September, weil Sie eben eingangs gesagt haben, man müsste überlegen, ob man der AfD dankbar ist für das Aufkommen des Themas. Schrecklicherweise muss man auch sagen, die Attentate des 11. September haben das Thema der muslimischen Unsichtbarkeit sehr, sehr offensiv nach vorne gebracht. Zunächst mal dafür gesorgt, dass es hier in Deutschland diverse Sicherheitspakete gegeben hat, ganz massive Rasterfahndungen und permanente Infragestellung von Zugehörigkeit. Und in diesem Schatten sind ganz viele neue Gruppen entstanden, die gesagt haben, ich bin zwar auch muslimisch, aber ich bin nicht so wie diese Terroristen, so wie dieses neue politische Erwachen sich ganz stark auch absetzt vom Rassismus in Ostdeutschland, ohne jetzt zu sagen, das macht das unsichtbar. Es ist aber eine schwierige Komponente, in diese Verteidigung zu gehen, weil
immer das so aussieht, als würde man eigentlich Rassismus nicht benennen wollen oder Islamismus nicht benennen wollen, wenn man sagt, es gibt Islamfeindlichkeit. Also insofern glaube ich, da gibt es viel Anschluss und da kann man ganz gut mit arbeiten, aber was ganz klar ist, Analogien sind einfach nur ein Vergleich und keine Gleichsetzung. Danke nochmal für die Erklärung. Ich würde jetzt Gregor Gysi und Philipp Rubach dieselbe Frage stellen. Wir haben ja gerade auch von Dietmar gehört, welche Versuche unternommen werden, diesen Treuhanduntersuchungsausschuss auf die Schiene zu setzen und dass man dort explizit natürlich auch an die Abgeordneten aus ostdeutschen Ländern appelliert. Und wir sitzen hier bei einer Ostkonferenz im Osten mit überwiegend Menschen, die hier geboren sind oder hier arbeiten. Aber wenn wir das wirklich zur Auseinandersetzung machen wollen, auch gerade mit dem Thema Treuhand in die Richtung, dass es dort um die Frage geht, dass wir uns mit den Herrschenden anlegen müssen, den politisch Verantwortlichen, mit denen, die dort ökonomischen Profit erzielt haben, die die Ausbeutungsverhältnisse dort zu ihrem Nutzen so ändern wollten, dass sie möglichst viel auch am Ende des Tages irgendwie in der Unternehmenskasse haben, dann kommen wir ja nicht umhin zu sagen, wir müssen diese Auseinandersetzung gesamtdeutsch führen. Also kommen wir irgendwann zu einer Ostkonferenz in Duisburg? Kommt ihr irgendwann mit Aufbruch Ost in den Westen? Welche Allianzen gibt es dort? Auseinandersetzung, Strukturschwäche, ländlicher Raum, das sind ja alles Themen, Digitalisierung, die viele Erfahrungshintergründe in Deutschland haben. Gregor, also wie machen wir das Thema größer? Ich weiß, dann kommst du auch schnell zu Europa, aber ist es nicht notwendig, diese Fragen und auch diese Kämpfe tatsächlich nochmal in einer anderen, vielleicht auch größeren Perspektive zusammenzufügen? Also zunächst wollte ich sagen, Ihr Versuch, die Ostdeutschen zu definieren, ist deshalb so wichtig, weil wenn die neuen Bundesländer wirklich eine Verfassungsklage einreichen, ist das ja eine der Fragen, wenn man beurteilt, ob die Länder angemessen vertreten sind. Wer ist ein Ostdeutscher? Und als wir die erste Debatte im Bundestag hatten zur Ostquote, die wir beantragt hatten, wurde immer gesagt, wer ist denn eigentlich Ostdeutscher? Aber der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat uns schon verschiedene Definitionen geliefert. Also es gibt da schon durchaus Vorstellungen, was ich auch interessant finde. Aber ich will da nicht weiter darauf eingehen. Ich wollte es nur sagen. Das Zweite, was ich an Ihrem Beitrag bemerkenswert fand, war ja gar nicht, dass die Migranten und die Ostdeutschen alles zusammen machen sollen, sondern dass sie von anderen fast gleich gesehen werden. Das ist der Punkt. Egal, ob die das zusammenführt. Wissen Sie, das ist, wollte ich der Frau Rennefanz sagen. Der Punkt, ob die zusammenfinden, ist was ganz anderes. Aber dass sie von Leuten, die weder ostdeutsch noch Mensch mit Migrationshintergrund sind, ähnlich beurteilt werden, das ist etwas, worüber es sich lohnt, nachzudenken. Natürlich müssen wir das in andere Dimensionen stellen. Ohne die Bundespolitik werden wir bestimmte Dinge gar nicht verändern können. Also müssen wir die Diskussion eben auch in den Westen hineinbringen. Ich muss ja hier um 17 Uhr los, weil ich noch nach Köln gefahren werde, weil ich heute Abend noch zu Frau Maischberger gehe. Da findet eben eine Sendung Ost statt. Normalerweise mache ich sowas nicht mehr. Ich zum Beispiel früher habe ich Sachen abgesagt, um ins Fernsehen zu kommen, nur um die Akzeptanz für uns, aber auch für mich zu erhöhen. Das habe ich nicht mehr nötig. Und wenn ich einen anderen Termin habe, mache ich den anderen Termin. Punkt. Die immer anstrengend sind, diese Fernsehsendungen, und oberflächlich. Trotzdem gehe ich jetzt natürlich hin, weil, kann ich ja schlecht Nein sagen, um dann sozusagen zum Osten, vorher während der Journalisten studieren, ich weiß nicht, was die sagen, mit mir findet dann irgendwie das Schlussgespräch statt, keine Ahnung, man ist dann auch überfordert, die Hälfte deines Gehirns ist immer, wenn so eine Fernsehkamera eingeschaltet wird, ausgeschaltet. Du, im Nachhinein fällt dir mein Mensch, das hätte ich noch sagen sollen und so weiter. Aber abgesehen davon, wenn wir sie nicht erreichen, wenn ich also auch über die Medien die Menschen in den alten Bundesländern nicht erreiche, dann macht das keinen Sinn. Sie hören mir deshalb etwas mehr zu inzwischen, weil sich ja meine Akzeptanz auch im Westen erhöht hat, mit dem schönen Satz, Sie sind der richtige Mann, aber in der falschen Partei.
dann kommt immer meine Gegenfrage, welches ist die richtige Partei? Da hat mir noch nie einer eine benannt. Das ist auch interessant, dass Sie dann immer sagen, gut, also Sie trauen sich nicht zu sagen Grüne oder SPD, weil dann könnte ich Ihnen gleich einen Vortrag halten. Was ich aber bleiben lasse. Also, natürlich müssen wir das erreichen, aber dazu müssen wir hier erstmal eine gewisse Klarheit haben. Wenn wir uns besser verständigen über die Probleme, die wir haben, und zwar nicht unbedingt über die Probleme, die ich habe, sondern die eben auch viele andere haben, und etwas einheitlicher auftreten, was ja noch gar nicht gegeben ist, da habe ich auch das Beispiel mit den Generalen gebracht, falls sie noch leben, sehen die das heute gänzlich anders, das ist mir schon klar, aber damals ihre Sicht. Wenn wir uns da besser verständigen, dann haben wir auch mehr Kraft. Deshalb bin ich ja auch über Aufbruch Ost, das finde ich so wichtig, dass die jungen Leute sich da organisieren, denn die haben natürlich eine andere Kraft, die haben eine andere Stimme, die haben eine andere Sicht, denen kannst du null Vorwürfe machen. Sie haben überhaupt keine Vergangenheit in der DDR, sondern sie artikulieren ihre Benachteiligung, die durch nichts gerechtfertigt ist. Und wenn du in einem Land lebst, wo es 16 verschiedene Schulsysteme gibt, weil es 16 Bundesländer gibt und die Abiture einen unterschiedlichen Wert haben, dann müssen eben die jungen Leute sich beschweren. Und sie kämpfen natürlich auch zu Recht, die jungen Leute, und das ist ja dann auch wieder gesamtdeutsch, zu ökologischen Fragen. Weil, wissen Sie, das Klima halte ich ja noch aus. Ich bin 71, bis ich sterbe. Aber wenn du 13 bist, dann sieht die Welt anders aus. So viele Jahrzehnte hast du vor dir. Was da, und das ist auch richtig, dass sie sich da wehren. Kurzum, was ich eigentlich möchte, ist mehr Selbstbewusstsein der Ostdeutschen. Dann möchte ich mehr Rebellentum der Ostdeutschen, also dass sie sich anders wehren, nicht immer sich kneifen, sondern mal Forderungen wirklich artikulieren. Und dann müssen wir die Westdeutschen, es gibt zwei Wege, entweder so unter Druck setzen, dass sie keine andere Chance haben. Das ist nicht mein Weg, sondern davon überzeugen, dass das richtig ist. Dazu muss man ihnen erklären, welche Nachteile sie haben, wenn sie es nicht machen. Das ist wieder sozusagen der Grundgedanke von Solidarität und allem anderen. Das will ich versuchen, zumindest solange ich einigermaßen quackeln kann, werde ich das versuchen. Aber leicht ist es nicht, kann ich nur sagen, weil ich das alles seit 1990 erlebt habe. Okay. Weil die Frage nach der Treuhand kam. Wir sind im September 2018 sozusagen gestartet und haben Aufbruch Ost, sollte es eigentlich nur für einen Abend geben. Wir haben damals gesagt, wir setzen ein großes Zeichen, um irgendwie dieser Geschichtserzählung, die hier so dominant westdeutsch geprägt ist, sozusagen mal eins auszuwischen, und dann gucken wir mal, was passiert. Und da haben wir sozusagen ein 7 Meter langes Hochtransparent gemalt und haben da drauf geschrieben, Treuhand, Aufarbeitung jetzt. Also eine klare Forderung. Und von dem Zeitpunkt her sozusagen gehört das auf jeden Fall auch zu unseren Kernforderungen. Es war dann sozusagen lustig, dass viele ältere Menschen rüberkamen zu dem Transparent und meinten, sie dachten, hier stehen irgendwie 65-Jährige und dann stehen da so junge Leute. Und dann meinten meine eigenen Leute sozusagen und Mitstreiterinnen, dass man ja eigentlich, das müsste man mit dem Aufbruch Ost eigentlich noch ein ganzes Jahr weitermachen und so weiter. Und mittlerweile reden die Leute sogar von 5 Jahren. Mal gucken, wie lange das alles funktioniert. Diese Treuhand-Thematik, finde ich, muss man auch in einen größeren Kontext einordnen sozusagen. Also es geht ganz klar um Neoliberalismus. Vorhin sind schon die Namen Thatcher und Co. gefallen. Ich finde, man muss auch über Griechenland sprechen und da zum Beispiel auch mal ja, sozusagen sich dort die Folgen der Finanzkrise dort angucken und zum Beispiel mal Fraport in den Blick nehmen. Die haben dort 14 Flughäfen auf einen Schlag aufgekauft. Auch da waren es wieder Schäuble und Co., die damals die dort die Verantwortung getragen haben. Und da frage ich mich zum Beispiel, wo da eigentlich sozusagen auch die Solidarität der Griechen, der Ostdeutschen, zum Beispiel mit den Griechen und Griechen war. Auch das finde ich eine spannende Allianz. Ansonsten halte ich sozusagen die soziale Frage sowieso für grundsätzlich wichtig, gerade im Osten, weil es eigentlich ja, 3 emanzipatorische Niederlagen gab. Die eine war 89, die andere war bei den Protesten gegen die Treuhand und die andere war dann Hartz IV. Und ich glaube sozusagen, wenn wir uns
im Osten sozusagen dagegen wehren wollen und auch erfolgreich sein wollen, und zwar nicht mit Pegida und AfD, dann brauchen wir ganz klar mehr Selbstermächtigung. So, dann können wir nicht sozusagen darauf setzen, dass wir irgendwie alle 4 Jahre mal unser Kreuz vielleicht bei der Linkspartei oder sowas abgeben, sondern dann braucht es auch irgendwie mehr Organisierung, dann brauchen wir Bewegungen, die auch diese ostdeutschen Themen setzen, und da müssen wir uns auch in die richtige Traditionslinie sozusagen auch setzen mit diesen Bewegungen und die Vorbilder halt, die ich gerade genannt habe, sozusagen die Proteste gegen Hartz IV, die Treuhandproteste und sowas, die genauso groß waren wie die Proteste 89 selbst mitunter in Leipzig, und dass wir daran sozusagen anknüpfen. Zu der Westfrage noch ganz kurz. In Duisburg war ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall festzustellen, dass es ein sehr, sehr hohes Interesse auch im Westen gibt, und wir werden auch verstärkt dort eingeladen. Wir waren schon in Köln und Göttingen beispielsweise zu Gast, und der Westen interessiert sich sozusagen also schon. Bedauerlicherweise hieß, glaube ich, die, oder ist ja auch eine interessante Frage, aber hieß die Veranstaltung in Köln den Osten rechts liegen lassen, Fragezeichen, und finde ich, hätte man anders formulieren können. Genau, aber ansonsten glaube ich schon sozusagen, dass es gerade im Osten eine ganz, ganz spannende Dynamik gerade unter jungen Menschen in unserer Generation gibt, und ja, vielleicht könnte man sogar so weit gehen, obwohl ich ungern so westdeutsche Messlatten anlege, aber dass man vielleicht sogar sagt, es findet derzeit möglicherweise so eine Art ostdeutsches 68 statt, zumindest was die junge Generation betrifft, und das, weil die Aufarbeitung halt eben auch immer erst später einsetzt, und von 45 bis 68, das sind 23 Jahre, von der Nachwendezeit bis heute sind das auch knapp 30 Jahre, und plötzlich ergreifen junge Ostdeutsche die Stimme, und ich finde das sehr, sehr schön. Cool. So, es gibt jetzt ein Saalmikro. Das Mikro kommt zu Ihnen, euch. Ich sehe die erste Wortmeldung dabei, Heidrun, und ich sehe dann dort die zweite Wortmeldung, und dann versuche ich das von hier im Blick zu behalten, ne? Und so weiter. Dankeschön. Ich habe eine Frage an die Frau Professorin und an Gregor. Frau Professorin, ich wusste bis heute nicht, dass es so ein Institut gibt, was sehr wichtig und richtig ist. Aber welche Möglichkeiten haben Sie denn eigentlich, mit Ihren Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu kommen, an die Bürger ranzukommen, um alle Lügen, die in die Welt gesetzt werden, sofort auch zu entlarven? Also da sehe ich überhaupt kein Ergebnis im Moment. Und an Gregor folgende Frage. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Ich habe vor 5 Tagen hier eine Zeitmaschine erlebt in Weimar. Das Nationaltheater hatte vorgeführt im Rahmen des Kunstfestes die Reden von vor 100 Jahren. Einen Tag später hatten die Patrioten für Deutschland den Theaterplatz okkupiert und haben dort ihre Hetzreden gehalten. Sie haben den Platz aller 14 Tage jetzt bis zum November gerichtlich eingeklagt, per Oberlandesgericht. Sodass unser Friedensfest am 7. Oktober, am 7. September vom Platz verwiesen werden wird. Steffen Dittes ist gerade zu den Kooperationsgesprächen dort, und wir werden wahrscheinlich zum Gericht ziehen müssen. Ich weiß, du hast viel zu tun, aber ich frage dich an Anwalt, würdest du uns vertreten? Das ist doch nicht besser. Ich würde jetzt erstmal sammeln. Und ich hoffe, dass sich dann alle hier ihre Fragen merken oder notieren. Und die nächste Frage war dort, die Dame. Ich komme zu Ihnen. Hier. Ich halte es. Ja, eigentlich eine Bemerkung. Wir haben in den anderthalb Stunden jetzt 3 verschiedene Bezeichnungen gehört. Kümmererpartei, Opfer selbst, Stigmatisierung. Und wir haben den sehr informativen Bericht über Aufbruch Ost gehört. Kümmererpartei hat für mich immer etwas sehr Ambivalentes, weil Paternalistisches an sich. Das heißt also, wir setzen uns für euch ein. Das Letzte ist genau das Gegenteil. Und darum, und das setzt auch den Fokus von Parteiaktivierung, zivilgesellschaftlicher Aktivierung ganz anders. Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, dass die Bürger selber aus ihrer Opferrolle rauskommen. Und das ist nicht nur Rebellion oder den werden wir es mal zeigen, sondern das wäre auch ein Ausgangspunkt, wo sich Ostdeutsche und Westdeutsche sehr gut finden könnten. Ich sage das, wir kommen aus Sachsen.
Da gibt es bei den Jugendlichen neben diesem Aufbruch Ost nämlich sehr gute Sachen. Strukturwandel, jetzt reden wir. Ohne Jugend sieht unser Dorf alt aus. Was da an Innovationen und an Engagement kommt, ist ja gut. Allein es fehlt, auch dazu braucht es ohne Moos nichts los, bestimmten Rahmenbedingungen, Gelingensbedingungen, die gesetzt werden müssen, damit die Zivilgesellschaften, namentlich die Jungen, hier aktiv werden können. Für mich hat Demokratie immer eine Wechselseitigkeit. Das ist einmal, was die repräsentative Demokratie an Aufgaben zu erledigen hat. Und das ist aber auch die Möglichkeit, demokratische Erfahrungen zusammen in einem möglichst breiten Bevölkerungskreis. Dankeschön. Jetzt war hier ein Herr, hier vorne, ist er noch da? Ja, gut. Drei kurze Bemerkungen, die sich auf den Redebeitrag von Gregor Gysi beziehen. Ich bin Historiker, habe mich mit dem Thema auch publizistisch befasst, also diese Elitenproblematik. Der erste Punkt, die alten Eliten der Bundesrepublik haben Kohl die Vereinigung durchgehen lassen. Sie hatten die DDR gar nicht auf dem Schirm, hat sie überhaupt nicht interessiert. Und sie haben sie ihm durchgehen lassen, weil er ihnen Handlungsfreiheit gegeben hat, also gegenüber den Osteliten. Das ist sozusagen der Deal gewesen. Die zweite Bemerkung bezieht sich auf das Thema, was du angesprochen hast, was sich auch mit den anderen verbinden lässt, nämlich die Frage der Generation, also der Ostidentität und der Generation. Ich plädiere dafür, dass man so etwas wie Generationengerechtigkeit im Blick behält. Also es geht nicht darum zu sagen, das Thema wird sich irgendwann mal auswachsen. Das ist per se schon altersdiskriminierend, weil man sagt, das wächst sich aus, das betrifft die Alten sozusagen, die sind jetzt weg und dann kommen die Neuen. Das eigentliche Problem ist, dass es zwischen beiden Gruppen eine ganz enge Verbindung gibt. Denn die Unterstützungsstrukturen der Alten sind für euch, für die Jungen, super notwendig. Und in dem Moment, wo man die Alten abhalftert, wird es auch den Jungen schlechter gehen. Und deswegen muss man diese Generationengerechtigkeit auch für die Stärkung der Zivilgesellschaft im Osten stärker sozusagen im Blick behalten. Und der dritte Punkt, die Frage der geschichtspolitischen Aufarbeitung der DDR. Das ist ein Thema, was sozusagen immer noch eine Rolle spielt und wo wir als Linke vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen abgeduckt sind. Es ist eine ambivalente Geschichte. Es ist nicht nur die Geschichte eines misslungenen Versuchs, nicht nur die Geschichte eines dilettantischen Versuchs oder von hochproblematischen Dingen, die sozusagen bei der Ausführung geschehen sind, sondern es ist auch die Geschichte eines Versuchs, eine andere, eine bessere, eine nicht kapitalistische Welt irgendwie zu organisieren. Und das ist so ambivalent, dass wir uns diesem Thema differenziert zuwenden müssen und dass wir es auch ganz souverän in unsere eigene Erzählung integrieren können. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt war die nächste Wortmeldung ganz hinten. Ja, mein Name ist Holger Steininger, ich bin in der Versicherungsbranche tätig als Versicherungsmakler. Ich will ganz kurz ausholen, zwei Aspekte, die mich bewegen. Das erste ist, wir haben über 500 Versicherungsgesellschaften. Ganze vierer davon haben ihren Sitz in den neuen Bundesländern. Wenn ich jetzt angucke, eine Stuttgarter sitzt in Stuttgart, eine Nürnberger in Nürnberg, aber eine Gutauer, die sitzt in Köln und in Göttingen. Warum nicht in Thüringen? Wir haben über 350.000 versicherungspflichtige Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft. In München allein 31.000, in Köln 28.000. Wenn in Köln 3.000 weniger werden würden, weil die Godauer endlich wieder nach Goda zieht, das würde nicht groß auffallen. Wenn aber 500 Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft in Goda dazukommen würde, das würde für die ganze Region enorm was bedeuten. Dazu kommt, wenn ich einen Lehrling ausbilden will, muss ich den zu irgendeiner der Gesellschaften schicken. Ich muss den also nach Stuttgart, nach München oder sonst wohin schicken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, denken Sie, dass der Lehrling zurückkommt? In den meisten Fällen kommen die nämlich nicht zurück. Sind wir so los. Wenn ich aber einen Lehrling nach Goda schicken würde zur Ausbildung, wäre die Möglichkeit, dass der Lehrling zurückkommt, viel, viel größer. Das heißt, auch in der Branche, das ist nur eine Branche herausgegriffen, merkt man ganz deutlich, wie wir hier ausbluten. Und wie gerade auch in der Branche der Nachwuchs, wenn sich dort nichts tut. Und eine alte Leipziger zum Beispiel sitzt in Oberursel, eine Halliche sitzt in Oberursel. Man hat also viele Gesellschaften, die Namen von ostdeutschen Städten tragen und die immer noch nicht da sind. Und das ist eine Forderung, die ich auch in der Branche bei uns immer wieder laut mache. Und wo ich sage, dort brauchen wir auch Unterstützung. Dann soll doch bitteschön die Goda sich entweder umbenennen oder nach Goda zurückkommen.
Das war auch ein Statement. Hier in dem Block, genau, etwa in der Mitte, ist Dani. Okay, du hattest dich gemeldet. Meine Frage ist folgendes. Da wollte ich erst ausführen. Es gibt nicht Unterschied zwischen Ost und West, sondern zwischen oben und unten. Ich sage dazu Folgendes, der verstorbene Generalsekretär CDU, Dr. Geisler, sagte, man kann heutige Familie nicht mit Familie früher vergleichen. Heute müssen alle beide arbeiten und erreichen nicht den Standard, was der Vater erarbeitet hat. Und das fällt mir in der Diskussion. Ich wollte nur Folgendes, zwei Sachen. Unrecht der 1953 hat Stalin eine Note auf die Westmächte geschickt über Einheit demokratisches Deutschland. Die westdeutsche Öffentlichkeit und Adenauer haben das abgelehnt. In Österreich hat 1956 zustande gekommen. Deshalb meine Frage, warum die Partei nicht, sagen wir, bei der Diskussion sagt, warum hat ihr da nicht genehmigt Einheit Deutschland? Da hatte Unrechtsstaat, der nicht so lange existiert. Zweite, was betrifft die Treuhand, fällt mir Folgendes. Die Saar-Modell, das heißt Saarland, hat sich, ich denke, 1956 erklärt in Wahl, sie treten der Bundesrepublik ein. Dann war erstes die politische Verbindung, aber die wirtschaftliche, finanzielle hat erfolgt 2,5 Jahre später. Das heißt, die Wirtschaft hat die Möglichkeit, sich auf den, von dem französischen Markt zu verabschieden in der deutschen Marktwirtschaft. Das höre ich auch nicht. Das heißt, frage ich mich ganz einfach, warum wird mit diesen zwei Argumenten nicht gearbeitet in der politischen Arbeit bei Linkspartei? Danke. Ich würde jetzt sagen, das war eine Frage an Gregor Gysi. Aber wir kommen noch zu einer Antwortrunde. Ich würde vorschlagen, wir machen so tatsächlich Richtung 9:45 vor, mit den Fragen Schluss, damit nochmal, wenn es konkrete Fragen gab an Personen, diese auch noch beantwortet werden können. Jetzt geht das Mikro hierhin. Sabine Fache, Altenburger Land. Ich möchte zwei Bemerkungen machen. Gregor, zu deinen Buchlesungen, auch in Altenburg, kommen hunderte Menschen. Und ich selber habe natürlich das Buch auch gelesen und habe mich in vielen der Begebenheiten wiedergefunden, weil wir damals ja auch zusammen vieles in der Fraktion gelöst haben. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum kommen zu anderen Veranstaltungen nicht so viele? Ich habe mich mal auch ein bisschen rumgehört und da kam etwas heraus, was mich eigentlich schon seit vielen Jahren bewegt, damals sogar 90, 91. Dass sie sagen, den Gregor Gysi versteht man. Und das sagen nicht nur Leute, die jetzt der Linken angehören. Der hat so eine Sprache, dass man ihm versteht, was er meint. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt, dass dieses Problem, ich glaube, Jan Korte hat das auch schon mal in der Luxemburg-Stiftung angesprochen, mehrfach, diese Sprache, die wir manchmal leider schon wieder haben, verstehen Menschen, die zum Beispiel auch nicht so politisch interessiert sind, nicht mehr. Und wenn ich hier ein Wort mal für Bodo Ramelow sagen kann, als ich den letzten Disput gelesen habe, ist ja ein Gespräch, und da ist mir das genauso aufgefallen, nicht nur bei diesem Lesen, ich kenne ihn ja auch schon lange, dass er mit einfachen Worten das sagen kann und die Menschen verstehen ihn. Ich will jetzt nicht weitere hervorheben, sondern einfach sagen, dass wir als Linke auch, na, ich will mal sagen, nicht parteideutsch, aber eine menschliche Sprache machen sollten. Und das Zweite, nochmal, was zur Treuhand gesagt wurde. Damals, ich kann mich erinnern an eine Demo in Jena vor Zehntausenden, die von Entlassung bedroht waren. Bei uns im Altenburger Land sprach man von Salamitaktik. Scheibchenweise, wie eine, bei einer Schneiden einer Salami, ein Betrieb nach dem anderen wurde geschlossen und zwar aber mit einer ganz fiesen Methode. Man hat ihn weiß gemacht, wenn ihr schön ruhig seid, da seid ihr nicht dran und. Und diese Entsolidarisierung, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich, vorhin kam ja auch was dazu,
an dem wir ganz viel arbeiten müssen oder uns drüber unterhalten müssen. Das wird ja heute genauso versucht. Und wenn ich also dann Presse lese, da werden die deutschen Arbeitnehmerinnen ausgesagt, die Türkischen sagen, ja, die Russischen haben uns die Plätze weggenommen und so weiter, oder die Migranten. Will ich hier nur sagen, das ist für mich ein Problem, wo mit Ängsten von Menschen, die Ängste von Menschen auch benutzt werden. Und das ist zum Beispiel ein System der AfD. Wir haben in Altenburg 27% bei der letzten Wahl gehabt. Wir hatten jahrelang 25-27% Arbeitslose. Ich will das nur mal sagen, dieses Menschliche und zu sagen, auch zu differenzieren, das mache ich auch ganz massiv gegen Höpke, aber die andere Seite, dass man also auch sagt, wir müssen mit Menschen reden, das ist ein großes, wichtiges Problem und für das will ich mich auch weiter einsetzen. Danke. Danke, Sabine. Hier war eine Wortmeldung in der Mitte ungefähr, der ältere Herr. Und ich würde sagen, dann geben wir noch mal die Gelegenheit, auf die zum Teil ja komplizierten Fragen noch mal zu antworten, um dann auch gemeinsam weitersprechen zu können, dann im Teil draußen bei Essen und Getränken. Ich danke für die Reden und für die Konferenz überhaupt. Zwei kleine Fragen. Gregor hat drei Fehler aufgelistet in dem sogenannten Vereinigungsprozess. Müsste man diesen Fehlern nicht noch den Hauptfehler hinzufügen bzw. voranstellen? Nämlich, dass es keine Vereinigung, sondern ein Anschluss war und alle Dinge, die danach kamen, daraus resultierten. Die Linke ist nicht schuld daran. Die PDS hat dagegen gestimmt. Gregors Rede in der Volkskammer ist legendär. Die zweite Frage, wir wollen die Lebensleistung der Ostdeutschen besser würdigen. Hier wurden die materiellen Ursachen für den Frust der Ostdeutschen aufgezählt. Sehr gut, meiner Meinung nach. Es gibt aber auch immaterielle. Und meine Frage ist, wenn wir die Lebensleistungen würdigen wollen, ist es dann gut, wenn den Ostdeutschen ständig vorgehalten wird, dass sie in einem Unrechtsstaat gelebt haben, leider auch durch unsere Partei und die Landesregierung in Thüringen beispielsweise jedes Jahr einen langen Bericht herausgibt, der das belegen soll. Gut, dann würde ich jetzt mit Frau Furutan beginnen. Da gab es eine konkrete Frage. Danach macht sich schon mal Gregor bereit. Ja, vielen Dank. Vielleicht lässt sich die Frage, die ja eher darum ging, in die Richtung, wie schafft man es, solche Erkenntnisse sichtbarer zu machen und in die Breite zu tragen. Da kann man in der Tat sagen, viele von uns, die mit solchen Statistiken und empirischen Zahlen arbeiten, die merken, dass es notwendiger geworden ist, diese Zahlen aktiv nach draußen zu tragen, dass es nichts bringt, wenn wir dieses Wissen bei uns haben oder in schwierigen Studien oder Journalartikel publizieren. Wir machen auch alle jetzt zunehmend Bürgerinnen-Dialoge und sind viel mehr draußen. Aber das, was wir auch gemerkt haben, ist, dass diese Zahlen irgendwie sich in die Lebensgeschichten der Menschen so über Vergleiche wahrscheinlich besser greifen lassen. Und deswegen würde ich einmal gerne das auch nochmal aufnehmen, was gerade gesagt wurde, es viel über materielle Ungleichheit oder strukturelle Ungleichheit gesprochen wurde, es aber auch noch den Aspekt symbolische Ungleichheit gibt oder Nichtanerkennung. Und auch dazu haben wir tatsächlich Zahlen erhoben und das war für uns wahnsinnig spannend zu sehen. Wir haben nämlich gefragt, die Ostdeutschen danach, nach der Frage, ob sie sich als Bürger zweiter Klasse sehen. Und das haben 35% dem zugestimmt, ob sie das Gefühl haben, sie müssen das Gleiche leisten. Nein, sie müssen mehr leisten, um das Gleiche zu erreichen. Und da sagt das jeder zweite Ostdeutsche. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Phänomen aufzugreifen, weil das im Grunde genommen einen Grundsatz der Demokratie missachtet. Dass es hier in Deutschland diese Idee gibt, dass man nach Leistung bewertet wird und nicht doppelt so viel leisten muss, um das Gleiche zu bekommen, ist etwas, was natürlich zunehmend erodiert und in Frage gestellt wird, wenn ein großer Teil der Bevölkerung oder jeder zweite Mensch in Ostdeutschland das Gefühl hat, die eigene Leistung wird nicht gleich gewertet.
Und was wir auch gesehen haben, ist, dass über 40% ungefähr zustimmen, dass für Ostdeutsche es nicht den gleichen Zugang zu Positionen gibt. Wir haben heute genügend Zahlen gehört, die das zeigen und nachweisen, dass das eben nicht nur ein Gefühl ist. Worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus will, das, was das Spannende war an dieser Studie, ist, dass wir die Ostdeutschen auch gefragt haben, ob sie das Gleiche fühlen gegenüber Muslimen. Und wir haben dabei das interessante Phänomen sehen können, dass sie zu exakt den gleichen Zahlen das gegenüber den Muslimen sehen. Also sie sagen, auch die Muslime werden als Bürger zweiter Klasse behandelt, auch die haben nicht den gleichen Zugang zu Positionen, auch die müssen doppelt so viel leisten oder mehr leisten, um gleich behandelt zu werden. Und das zeigt ja, dass es offensichtlich etwas gibt, also ein Motiv, eine Idee, eine Reflexion von Ungleichheit, die man solidarisch auch bereit ist, anderen gegenüber anzuerkennen. Und hier entsteht jetzt die große Frage, was entsteht aus so einer Zahl dann politisch? Was entsteht daraus denn dann? Wir haben das interpretiert, weil wir danach versucht haben, wie würden denn Ostdeutsche reagieren, wenn wir jetzt hypothetisch Muslime aufsteigen lassen würden, über sie selbst. Und da haben wir ganz, ganz große Abwehrmechanismen gesehen. Und daraus erkennt man, dass es, wir haben das so beschrieben, als Kampf um den zweiten Platz. Also diese Vorstellung, Bürger zweiter Klasse zu sein und sich auch noch auf einer Stufe unten zu sehen mit der Gruppe, die am meisten im Moment negativ betrachtet wird, heißt natürlich, dass man den Aufstieg dieser Gruppe nicht wünscht, nicht will, bekämpft, sagt, die bekommen sowieso viel zu viel Aufmerksamkeit. Nicht, dass man alle Formen von rassistischen Lesarten in diese Richtung über Ungleichheitserfahrung deutet, aber das wäre möglicherweise ein Puzzle in diesem Deutungszusammenhang. Und das geht jetzt nochmal in Richtung strategische Allianzen. Das, was eben gesagt wurde mit den Repräsentationslücken. Ja, wie viele Universitätspräsidenten haben einen Migrationshintergrund? Null. Wie viele Migrantinnen gibt es hier? Und zwar schon sehr lange. 25%. Wie viele gibt es im Bundestag? 8%. Wie viele schulpflichtige Kinder in Deutschland haben einen Migrationshintergrund? 40%. Wie viele Lehrkräfte? 10%. Wie lange ist so etwas haltbar? Wie lange kann man sich selbst als demokratische Gesellschaft plural, offen, teilhabeorientiert bezeichnen, wenn man dauerhaft bestimmte Gruppen außen vor lässt? Und wie lange wird es dauern, bis dieses Fass explodiert? Im Moment sehen wir Radikalisierung auf ostdeutscher Seite. Ich will jetzt nicht sagen, wir würden uns wünschen, dass die Migranten sich genauso radikalisieren, aber aus einer politisch-taktischen Perspektive sehr wohl. Deswegen muss man natürlich sagen, diese ganzen Kategorien, das sind keine analytischen Kategorien. Es gibt nicht den Ostdeutschen, es gibt nicht den Migranten und hier haben wir uns spezifisch auch noch die Muslime herausgepickt. Es sind keine analytischen Kategorien, es sind ganz einfach nur strategische und politische Kategorien. Damit muss man halt arbeiten. Also ich will nur sagen, das ist ja ein Fehler im Denken vieler Menschen, dass sie nach unten schauen und nicht nach oben. Also ein Taxifahrer in Berlin erklärte mir, die Hartz-IV-Empfängerin hat so und so viel, er muss so und so viele Stunden arbeiten und hat nur so und so viel mehr. Und da sage ich, also finden Sie, dass die Hartz-IV-Empfängerin zu viel bekommt? Ja. Und dann sage ich zu ihm, warum denken Sie in die falsche Richtung? Sie müssten doch denken, ich muss mehr bekommen. Nicht der Hartz-IV-Empfängerin was mitnehmen, sondern dafür kämpfen, dass sie mehr bekommen. Das geht aber nur, wenn sie nach oben gucken und den Reichtum bekämpfen. Das ist hochinteressant. Es guckt sich immer leichter zum Nachbarn oder zur Gruppe nach unten, als sich eine Strategie und einen Kampf gegen die wirklich Reichen etc. zu überlegen. Das ist das eine. Das zweite, was ich zur Sprache sagen wollte, da ich Rinderzüchter bin, habe ich gelernt, ich musste schon mit Rindern einfach sprechen, sonst haben die mich ja gar nicht verstanden. In Wirklichkeit war es natürlich der Anwaltsberuf. Da hast du ja Mandanten aus allen sozialen Gruppen mit den verschiedensten Bildungsstufen. Ich hatte auch mal einen Mandanten, der war Analphabet etc. Und da lernst du Dinge mit Worten so zu beschreiben, dass dich möglichst viele verstehen. Und deshalb ist mir das auch wichtig. Ich erzähle mal das eine Beispiel, das geht ganz schnell. Im Bundestag ist Jahre her, Schröder war der Kanzler, der Vizekanzler hieß Fischer und es ging um die Veräußerungserlösgewinnsteuer, die Kapitalgesellschaften in voller Höhe zu bezahlen hatten, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden befreit und die Inhaberunternehmen mussten das Doppelte bezahlen. So, wenn du so quatschst, sind natürlich schon fast alle Leute weg. Dann kam ich dran und sagte also noch mal ganz langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Das will ich kurz erklären, das ist Selbstironie. Wenn ich sage, damit Sie es verstehen, beleidige ich Sie, also nehme ich mich.
Es ist natürlich nur scheinbar bescheiden. In Wirklichkeit ist es die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass Sie alle denken, er wird es schon verstanden haben. Aber trotzdem, also fange ich so an und sage nochmal ganz langsam, damit es einer wie ich auch versteht. Und dann sage ich, also bei Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozialökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung. Versteht jede und jeder. Und ich schwöre es Ihnen, als meine Rede zu Ende war, rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt. Ob es das ist, was Sie in einer halben Stunde entscheiden. Wirklich. Und da sage ich zu Ihrer Verteidigung, bei Veräußerungserlös-Gewinnsteuer gehen deren Ohren auch zu. Aber gleichzeitig sage ich, wenn ich Mitglied der Regierungskoalition bin und ich schaffe neues Recht, eine halbe Stunde später muss ich doch wenigstens wissen, was ich da beschließe. Schön. Also das will ich nur sagen zur Sprache. Das ist mir wichtig. Die Politik hat eine falsche Sprache. Aber der zweite Grund der Distanz, den will ich auch kurz erwähnen, ist, dass Argumente nicht benutzt werden nach Prinzipien, sondern so, wie man sie braucht. Ein Beispiel. Mir ist erklärt worden, der Krieg gegen Jugoslawien ist zwingend erforderlich, weil die Serben die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner verletzen, sogar ein Völkermord beginnt. Und egal, was du hier mit dem Völkerrecht erklärst, wir müssen einmarschieren, um das Ganze zu stoppen. So wichtig ist es uns, einen Völkermord zu verhindern. Gut, ich hatte eine andere Sicht, ist ja auch was anderes. Wenn es dein Prinzip ist, dann ist es dein Prinzip. Dann kannst du heute nicht erklären, warum du an Saudi-Arabien Waffen lieferst. Nicht nur, weil sie im Inneren Menschenrechte verletzen, sondern sie nutzen die deutsche Boote im Krieg gegen den Jemen und sperren ganze Gebiete ab und lassen weder Lebensmittel durch noch Medikamente, sodass diese Teile der Bevölkerung an Krankheiten und an Hunger sterben. Das ist abenteuerlich. Und wenn du einmal sagst, das ist mir so wichtig, das zu verhindern, dass ich sogar einmarschiere, und im anderen Falle sagst, es ist mir so egal, dass ich trotzdem meine Waffen verkaufe, machst du dich eben restlos unglaubwürdig. Das ist auch ein bisschen die Erklärung für die Trumps und andere, weil die von außen kommen. Darf man nicht unterschätzen. Unrechtsstaat, dieser These habe ich immer widersprochen. Auch in allen Medien wurde ich auch arg für beschimpft. Aber ich bleibe auch dabei, weil das die DDR vollständig delegitimiert und ahistorisch ist. Deshalb finde ich diesen Begriff falsch. Ich weiß, dass in dem Regierungspapier das als Kompromiss drinsteht. Das haben die SPD damals in Thüringen zur Bedingung gemacht. Ich hatte damit meine Schwierigkeiten, so wie du auch. Trotzdem sage ich, jetzt dominiert die Linke und der Bode das Regierungsgeschehen so, dass es schon deshalb verziehen ist. Denn es wurde keine SPD-Regierung, es wurde auch keine grüne Regierung, es wurde eine linke Regierung. Und wahrscheinlich, wenn du das erste Mal Ministerpräsident wirst, musst du Kompromisse machen, von denen man, aber ich war auch nicht ganz glücklich, also das will ich ja dazu sagen. Das heißt nicht, dass es in der DDR kein Unrecht gab. Es gab in der DDR Unrecht. Aber zwischen einem Staat, in dem es Unrecht gibt, und einem Unrechtsstaat, da liegen immer noch Welten. Den Unterschied muss man sehen. So, hatte ich noch eine Frage? Nee, selbst wenn du eine hattest. Ach so, haben ja, jetzt Anwalt. Noch mal, ganz Anwalt. Kurz, weil wir wollen um 5 Schluss machen und auch hier soll es noch die Möglichkeit geben, ja, zu antworten. Können Sie ja, ich will ja bloß sagen, ganz kurz zum Anwalt. Wahrscheinlich ist es so, das Gericht kann ja nicht danach beurteilen, ob eine Partei gefällt oder nicht gefällt. Und das Demonstrationsrecht muss immer gewährleistet werden. Und der hat das Recht, der sich zuerst angemeldet hat, was ich allerdings nicht weiß. Aber selbst wenn ich es nicht schaffe, pass auf, selbst wenn ich es nicht schaffe, verspreche ich dir, ich sorge dafür, dass er einen guten Verwaltungsrechtsanwalt bekommt. Genau. Das Versprechen gilt, Frau Rennefanz. Es gab ja einige Äußerungen, die weniger Fragen waren, als nochmal eine Rückschau auf, ob wir den richtigen Begriff von 89 haben, ob wir überhaupt das Thema mit Treuhand und so weiter richtig umfassen oder ob es etwas anderes ginge. Was ist da Ihr Blick? Na, mir wäre jetzt nochmal aufgefallen, Volkskammerwahl 1990, das ist ja auch immer noch ein großes Thema. Ich habe mir da die Zahlen kürzlich nochmal angeguckt und das ist einfach wirklich so verblüffend, wie viele, also 48% haben diese Allianz für Deutschland, auch schon eine kleine AfD, gewählt und das
Die haben natürlich den Beitritt gewählt und ich finde, man muss auch Verständnis haben. Die Leute hatten, das ist vielleicht für manche hier im Raum schwer zu ertragen, aber die Leute hatten, glaube ich, erstmal genug vom demokratischen Sozialismus und wollten Wohlstand und eine Einheit. Und ich finde aber, wenn man jetzt mal zurückschaut auf die 30 Jahre, können also Sie als Partei jetzt doch auch total stolz sein, was erreicht wurde und wie sich die Partei entwickelt hat. Also ich finde, der Beitritt hat, was ja alles Schlimmes für den Osten gebracht hat, das haben wir ziemlich ausführlich heute auch besprochen und es wird immer wieder besprochen, aber ich finde, das war auch was eigentlich im Nachhinein unangenehm oder nicht so gut ist, dass es ein Beitritt war, war auch nicht so was Gutes für Westdeutschland, weil die Bundesrepublik hat sehr lange geglaubt, es geht eigentlich alles so weiter und das Einzige, was sich ändert, sind die Postleitzahlen. Und die haben nicht gemerkt, dass dieses 89 nicht nur das Ende der Teilung war, sondern dass es auch so das Ende des Wohlfahrtsstaates war und dass es eine neoliberale Entwicklung gibt und so. Und viele dachten, man kann irgendwie einfach so weitermachen. Und ich glaube, dass der Osten oder viele Ostdeutsche da einfach weiter sind. Und um auch noch mal was Positives zu sagen, also ich war jetzt viel unterwegs in den Wahlkämpfen in Brandenburg und in Sachsen und ich habe da eigentlich eine ganz lebendige politische Kultur erlebt. Ich habe genau das erlebt, was auch die eine Frau gesagt hat, ja eben nicht nur zu warten, dass irgendwie so ein Papi Kohl die Taschen aufmacht oder so ein netter Kümmerer irgendwie vorbeikommt, sondern selber was machen, selber sich engagieren. Und da ist auch, ich finde, auch ganz viel Bewegung drin und ich glaube, also ich habe auch nicht so eine Panik jetzt vor den Wahlen wie viele andere. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und ich glaube, selbst wenn die AfD jetzt sehr viele Stimmen bekommt, das ist jetzt nicht der Weltuntergang, sondern das ist eigentlich eher ein Zeichen, sich auch mehr zu engagieren und zu kämpfen. Danke. Philipp Rubach, dein Stichwort Selbstermächtigung und Intervention der Jungen und du hast berichtet, was ihr alles in Sachsen gemacht habt. Haben wir das jetzt auch hoffentlich in Thüringen zu erwarten? Also gibt es da Pläne? Weil wir haben ja auch die Auseinandersetzung hier vor der Landtagswahl und wenn ihr sagt, ihr seid im Aufbau mit Blick auf dieses Bundesland, können wir da auf was hoffen? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also die Erfurter Gruppe, mit der haben wir uns jetzt schon mehrfach getroffen und die planen jetzt schon erste Aktionen in Erfurt. Genau, ansonsten wollte ich noch mal kurz was zu diesen Wahlergebnissen, Volkskammerwahl sagen. Ich glaube, wenn man spannend ist, auch nochmal sich die Stimmungslage wenige Monate sozusagen davor anzugucken, vor den Volkskammerwahlen. Und da gibt es in so Umfragen, ich weiß nicht, ob das ZDF oder Spiegel ist, aber auf jeden Fall noch sehr, sehr hohe Zustimmungswerte für einen demokratischen Sozialismus. Und das Ganze kippt dann sozusagen binnen kürzester Zeit eigentlich ins also komplett sozusagen von links nach rechts ins kapitalistische und nationalistische rein. Was ich vor allem traurig finde, ist zurzeit, wenn man sich anguckt, diese rechte Instrumentalisierung von 89 mit Vollende die Wende von Höcke und Co., DDR 2.0, die DDR nie erlebt haben und so, dass die Kritik sozusagen, die es daran gibt, dass die vor allem aus so einem bürgerlichen Lager kommt von 89ern und dass es aber sozusagen eigentlich keine emanzipatorische ostdeutsche Antwort sozusagen darauf gibt, mit einer gesunden Kritik sozusagen sowohl an DDR als auch an BRD aus so einer emanzipatorischen Perspektive sozusagen. Also meines Erachtens muss so eine Bewegung, wenn es die geben sollte sozusagen oder wenn sie sich jetzt aufbaut sozusagen, dann muss sie auch ein eigenes Geschichtsnarrativ nochmal entwickeln oder das beziehungsweise nochmal schärfen. Zu dem Punkt einfache Sprache, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde, wir sollten viel mehr Gesellschaft wagen und auch wieder viel mehr versuchen sozusagen die Politik auch zu den Menschen zu bringen und ich finde, wir sollten sozusagen auch selbstkritisch sein sozusagen. Also warum hat es zum Beispiel die AfD geschafft, vor allem Nichtwählerinnen und sowas so viel einzusammeln? Wieso wählen jetzt so viel sozial Benachteiligte, auch rechte Parteien und so weiter? Und ich finde, da sollten wir auch unsere Konzepte sozusagen, die wir haben, updaten, um halt auch wirklich ernsthafte linke Alternativen auch den Leuten anbieten zu können. Und ansonsten abschließend sozusagen wollte ich nochmal sagen, wir haben ja heute viel über die Nachwendezeit geredet, 89 sozusagen, würde ich sagen, begann eigentlich ursprünglich von links, also das war Aufbruch, das war Hoffnung, das war Rebellion, so wenn ich es mir zumindest angucke und mit den Leuten spreche, die damals linkspolitisch aktiv waren, in der Vereinigten Linken, im Unabhängigen Frauenverband, am Runden Tisch und so weiter und das Ganze bog dann sozusagen rechts
ein ins Nationalistische und Kapitalistische und warum eigentlich nicht diesmal andersrum sozusagen? Das ist damals innerhalb von kürzester Zeit von links eigentlich nach rechts abgedriftet und warum sagen wir nicht irgendwie heute erstmal, gibt es irgendwie rassistische Massenmobilisierungen wie beispielsweise bei Pegida und so weiter und wir haben ein kapitalistisches System, aber jetzt folgt sozusagen unser solidarischer Aufbruch Ost und wir versuchen dem was entgegenzusetzen und bringen hier mal einen Stein ins Rollen. So, gar keine Worte mehr verlieren. Wir treffen uns draußen beim Essen und Trinken und reden miteinander. Darf ich nur noch den letzten Satz sagen, wann die deutsche Einheit wirklich vollendet ist? Gregor. Wenn die erste ostdeutsche Frau Ministerpräsidentin von Bayern wird. Und das wird noch eine Weile dauern.